Herzlich willkommen in diesem Jahr. Ja, dass wir gleich am Anfang Applaus haben, gilt, glaube ich, vor allen Dingen dir, weil du einfach so unglaublich präsent überall auf allen Kanälen für uns die so wichtigen Diskussionen vorangetrieben hast, dass, glaube ich, hier im Saal sehr viele sind, die dir sehr dankbar sind. Ja, okay. Ja, ich begrüße Sie zu einem Gespräch, das vor allen Dingen ein Zwiegespräch sein soll und werden wird zwischen zwei sehr Engagierten. Engagiert zu der Frage, wie aus einer letzten Generation wieder eine Zukunftsgeneration werden kann, mit großen Aufgaben des Umdenkens und Umlernens, aber auch mit Arbeit für alle, und zwar sinnvoller Arbeit, jenseits von Wachstumszwang, das Mikrofon vielleicht ein bisschen lauter. Ich bin auch sehr froh, dass das mit dem Saal geklappt hat, weil wir hatten dann so viele Anmeldungen, dass wir dachten, oh je, oh je, oh je, jetzt müssen die Leute Schlange stehen und es wird dann furchtbar und Menschen haben Aggression und Frustration. Aber so ist es ja genau aufgegangen. Und wir sind hier im Trafo, auch in einer neuen Kultureinrichtung der Stadt München und insofern auch für uns eine Premiere. Und es ist ein sehr gelungenes Projekt, das die Stadt München sich hier leistet, ein Kulturzentrum und mit sehr guter Technik und sehr guter Ausstattung. Also, da sind wir auch sehr dankbar, auch bezahlbar. Ja, und bin ich jetzt ein bisschen lauter? Ist es okay? Ist Ulrike, kannst du auch noch mal was sagen? Ja, also herzlich willkommen. Hört man mich jetzt gut? Ja? Ja, auch nicht so. Ja, ich möchte diesen einen Satz noch mal sagen, weil es ist ja auch der letzten Generation gewidmet, aus der wieder eine Zukunftsgeneration werden sollte, mit großen Aufgaben des Umdenkens und Umlernens, aber auch eben mit Arbeit für alle, und zwar sinnvoller Arbeit, jenseits von Wachstumszwang, jenseits von ausbeuterischen Lieferketten und jenseits von Irrsinnsverschwendung, Verschleiß und Verbrauch, jenseits des Kapitalismus. Und was dann? Ich würde sagen, ohne Fragezeichen, jenseits des Kapitalismus. Und was dann? Wie kann Transformation gelingen ohne Massenarbeitslosigkeit? Das ist Ulrike sehr wichtig. Ohne Notstand und auch ohne Rechtsruck. Und es ist toll, dass ihr nach München gekommen seid, aus Berlin, beziehungsweise auf Nordtour, jetzt heute, glaube ich, aus Würzburg. Und du kommst aus Wien und von einer Utopietagung. Also wunderbar, im Anschluss dann hier in München zu sein. Nochmal schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Renate Börger, ich darf hier moderieren im Namen von ATTAC, dem globalisierungskritischen Netzwerk. Und aus dem Umfeld von ATTAC kennen wir uns auch und duzen uns auch deshalb. Und im Namen der Humanistischen Union, die uns heute sehr unterstützt. Ja, Ulrike Herrmann, habe ich ja schon gesagt, haben wir viel zu verdanken. Ihr Buch war auch der Auslöser für diesen Abend. Und wir haben mit Uli Brandt einen Gesprächspartner für Sie gerufen, der mir auch die linke Diskussion vertritt, die auch die ökosozialistische, also neue Richtung der Linken und auch in ganz vielen Szenarien zu Hause ist: Postwachstum, Degrowth, die Bewegung der allgemeinen Güter, Gemeingutbewegung. Aber vor allen Dingen ist er auch sehr engagiert in Fragen Lateinamerika und schreibt auch seine Bücher gerne mit Alberto Acosta aus Ecuador und hat also einen sehr weitläufigen, sehr engagierten Blick. Und ich glaube, dass es sehr interessant wird, zumal ich habe gehört in einem dieser vielen Videos mit dir, dass du mal in der CDU warst, in Hamburg, wo Ulrike groß geworden ist. Und sie hat sich jetzt selber, weil sie in Berlin ja dann zu den Grünen gekommen ist, genannt, eine Vorwegnahme von Schwarz-Grün. Und da dachte ich, na gut, also dann sind wir ja das ganze Spektrum. Und wir meinen ja auch, dass die Zukunftsaufgaben in allen Parteien ankommen sollten. Und deswegen wird das sicher sehr spannend. Ulrike ist vom Hauptberuf Wirtschaftsredakteurin der Taz, aber auch Autorin mehrerer Bücher. Ich habe nur zwei rausgesucht, die interessant sind. Das eine heißt "Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung". Das war 2016 und dann 2022 "Ende des Kapitalismus". Also das könnte interessant werden. Gelernt hat sie Bankkauffrau, kann nie schaden. Dann setzte sie ein Studium der Geschichte und Philosophie drauf, ist auch sehr, sehr nützlich. Seit 2000, wie gesagt, Redakteurin der Taz. Vor allen Dingen Wirtschaftskorrespondentin und Wirtschaftspublizistin. Ja, sie pflegt eine Hochschätzung des Kapitalismus wegen seiner Dynamik, der wir, die wir hier sitzen, einen sehr großen Wohlstand zu verdanken haben. Und es tut ihr sehr leid, dass wir in Zukunft ohne Kapitalismus leben müssen. Ich glaube, das kann man von dir, Uli, nicht sagen, dass sie das leid täte.
wir haben dem Kapitalismus diese große Dynamik zu verdanken. Und ich habe aus dem Buch das nochmal sehr interessant dann nachvollziehen können. Deswegen würde ich es ganz kurz hier auch in einer Minute darstellen. Also der Kapitalismus bescherte uns einen Lebensstandard, von dem Könige im Mittelalter nur träumen konnten. Und das ist dem Dreiklang aus Technik, Konkurrenz und Wachstum zu verdanken. Fing ja an in England, also so ab 1712, als die Dampfmaschine kam und die Industrialisierung überhaupt in Gang brachte, vor allen Dingen dann auch mit der Webmaschine Spinning Jenny. Falls Sie hier noch einen Platz suchen, hier vorne, ja, in der ersten Reihe sind noch drei Stück. Ja, drei leere Stühle. Webmaschine und dann kam die Eisenbahn dazu. Und interessant war, dass in England dreimal so hohe Löhne bezahlt wurden als im Rest Europa, weshalb es einen großen Ansporn gab, technologischen Fortschritt zu schaffen, der Arbeitskraft ersetzt. Also ein Grundproblem ja des Kapitalismus, dass immer Arbeitskraft ersetzt werden soll durch billigere Maschinen. Und dadurch, dass die Löhne dort wegen billiger Kohle, die sie dort schon lange hatten, so hoch waren, ist dort sehr viel Technologie auch dann in Gang gekommen, lange vor den anderen europäischen Ländern. Ja, also billige Rohstoffe und hohe Löhne, das ist für sie das Rezept des Fortschritts und die kapitalistische Innovationsdynamik. Denn weil Tagelöhner teuer waren, hat es sich aus kapitalistischer Sicht gelohnt, Maschinen zu erfinden, die die teure Arbeitskraft ersetzen. Und weil andererseits hohe Löhne gebraucht werden, damit all die Sachen auch gekauft werden, die da nun produziert werden. Ja, Dampfkraft, Stahlindustrie, Eisenbahn, habe ich alles gesagt. Ja, die Volldampfindustrialisierung machte andererseits zum Beispiel Indien zur Kolonie. Ihre traditionelle Textilproduktion konnte mit der Spinning Jenny nicht mehr mithalten. England gewann den Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt und machte Indien zu einem Entwicklungsland. Deutschland wurde übrigens auch sehr viel später erst Industrieland. Ja, und jetzt muss Schluss sein mit dem fossilen Kapitalismus. Und ein Ausweg aus den ökologischen Krisen, die auf uns zurasen, sieht sie in einem politisch durchgesetzten Stopp, einem staatlich verordneten Schrumpfungsprogramm, das aber dann nicht zu einer Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien zum Beispiel führen soll, sondern privatwirtschaftlich umgesetzt wird. Sie spricht von einer privatwirtschaftlichen Planwirtschaft, sehr interessant. Sie zieht Erfahrungen aus der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 heran. Und uns wird also die Frage der Rationierung und wie also dann Transformation auch mit Rationierung gehen könnte, heute sehr intensiv beschäftigen. Ja, intensiv befasst mit dem Kapitalismus hat sich Uli Brandt auch schon sehr, sehr lange. Er ist Politikwissenschaftler mit Professur für internationale Politik an der Universität Wien. Er war 2011 bis 2013 Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die es ja mal gab, des Deutschen Bundestags. Ist Mitherausgeber der altehrwürdigen Blätter für internationale Politik, die es auch immer noch gibt. Deutsche und internationale Politik. Deutsche internationale Politik. Ja, er arbeitet mit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei ATTAC, im ökosozialistischen Netzwerk und eben, wie gesagt, in der Postwachstums-Community, in der sehr viel auch über Transformation nachgedacht wird. Ein Begriff geht auf ihn zurück, der auch für heute Abend wichtig sein wird: der Kapitalismus als imperiale Lebensweise, vor allem mit Blick auf die Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Süden. Also hier haben wir die urbane Welt der hochindustrialisierten Länder mit ihrem kosmopolitischen Flair. Dort die abgehängten Regionen der Welt, deren Billiglöhne und deren Ressourcen wir in einem plündernden Extraktivismus für unseren Wohlstand abschöpfen. Diese Lebensweise ist herrisch, unhaltbar und unethisch und hat die Welt in eine tiefe Zivilisationskrise geführt. Er kann dem Kapitalismus deswegen auch kein Lob spenden, glaube ich. Ihm ist eine Perspektive wichtig, die den globalen Süden und den Norden gemeinsam in eine Perspektive einbindet, die alle mit Würde und menschlich wachsen lässt, aber sich dabei auch ökologisch mäßigt. Stichwort Buen Vivir, gutes Leben, das ist ein Begriff aus Lateinamerika, wo er ja auch oft ist. Und sein letztes Buch, beide Bücher sind übrigens sehr rot, finde ich, also auch dein Buch ist ja sehr rot, heißt Radikale Alternativen, warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräften überwinden kann, das heißt eben auch mit den Kräften des globalen Südens, zumal eben er auch aus diesem imperialen
aus dieser imperialen Lebensweise einen Ökoimperialismus aufkommen sieht. Ja, die Mäßigung als sehr große Menschheitsaufgabe haben beide im Blick, hin zu einer regionalisierten Kreislaufwirtschaft, wobei Kreislaufwirtschaft natürlich immer nur angenähert geht. Wirkliche Kreisläufe kann es da nicht geben. Also die Wege dorthin, die Machtfragen, die Rolle des Staates und der Gesellschaft, Markt und Unternehmertum sehen sie unterschiedlich. Vor allem das Wort Plan werden wir hier sicher spannend diskutieren. Ja, und wie gesagt, eine private demokratische Planwirtschaft hast du im Blick, und zwar am besten im Rahmen der G20, also nicht einfach nur in einem dann abgeschotteten Deutschland. Wir haben jetzt vor, dass Ulrike 10 Minuten Zeit hat, uns zu erklären, warum also die üblichen Green Deals und grüne Deals nicht reichen werden. Uli hat dann Zeit, 10 Minuten darauf zu antworten. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Differenzen, vielleicht brauchen wir da auch gar nicht so viel Zeit. Und die beiden wollen oder sollen dann auch ein bisschen Zeit haben für ihr Zwiegespräch. Und im zweiten Teil wollen wir darüber sprechen, wie eben gerechtes und gut organisiertes oder staatlich organisiertes Schrumpfen, Rationieren und Budgetieren gehen könnte. Denn das wird ja immer wieder deutlich, du sagst es auch, fast keiner von den 30.000 Ökonomen in Deutschland kümmert sich darum. Wir müssen uns hier wieder als Zivilgesellschaft darum kümmern. Du hast dich Gott sei Dank in deinem Buch darum gekümmert. Und eigentlich ist es die Aufgabe dieser 30.000 Ökonomen und an den Universitäten und überall, aber die Aufgabe müssen wir erledigen. Ja, wieder dann ein vertiefender Dialog und dann natürlich Zeit fürs Publikum. Wir haben hier 2 Mikrofone vorne und bitten dann um eure Anmerkungen und Fragen. Hier sitzt ja auch sehr viel Klugheit versammelt wahrscheinlich. Ulrike, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also ich hoffe, dass man mich jetzt gut hört. Also das wurde ja schon klar. Ich habe hier mal eine Sanduhr. Ja, und das sind 10 Minuten. Das sind 10 Minuten, ja. Oh, da kann ja jetzt jeder gucken. Also es wurde schon klar, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem System. Das muss einem klar sein, das war das einzige Sozialsystem in der gesamten Menschheitsgeschichte, das dynamisch war, also Wachstum und damit Wohlstand auch erzeugt hat. Also vielleicht nur eine Zahl, damit das auch klar wird, was wir dem Kapitalismus zu verdanken haben. Früher, noch im 18. Jahrhundert, auch hier in München, sind die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben, was einfach daran lag, dass die meisten Neugeborenen oder 40% der Neugeborenen haben das erste Lebensjahr gar nicht vollendet, weil sie vorher schon an diesen ganzen Infektionskrankheiten gestorben sind, die wir nur aus dem Lexikon kennen, Diphtherie, Tuberkulose, Typhus und so. Das heißt, der Kapitalismus war für uns ein Segen, das ist ein Geschenk, dass wir heute im Durchschnitt über 80 werden, aber das kam ja auch schon vor, dass der Kapitalismus ein zentrales Problem hat. Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in Krisen zu geraten, nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen. Und weil das jeder weiß, instinktiv, dass der Kapitalismus nur mit Wachstum stabil ist, kommt jetzt diese Idee auf, okay, dann machen wir eben grünes Wachstum und versuchen, die Klimakrise dadurch zu lösen, dass wir die fossilen Energieträger ersetzen durch Batterien oder andere Möglichkeiten. Das heißt, man setzt auf technische Lösungen, nicht? Der Kern des grünen Wachstums ist technische Lösung. Sie kennen auch alle das Symbol dafür. Das ist nämlich das E-Auto. Nicht das E-Auto ist die Idee, es bleibt alles, wie es ist. Die deutsche Garage, die deutsche Straße, das deutsche Auto und ganz wichtig, die deutsche Automobilindustrie. Und das Einzige, was sich ändern soll, ist eben der Verbrennermotor. Nicht? Jetzt noch Diesel und Benzin, künftig eine Batterie und dann tankt man eben Strom. So, das ist die Grundidee des grünen Wachstums. Man setzt auf Technik, aber ansonsten soll alles so weitergehen wie bisher. Und das ist natürlich eine schöne Idee, hat aus meiner Sicht nur einen einzigen Nachteil. Die Ökoenergie wird nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Und auf den ersten Blick ist das vielleicht erstaunlich zu sagen, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, weil ja die Sonne 5000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie wir im Westen. Also wir haben hier Sonnenenergie ohne Ende. Aber das wissen Sie auch, das nutzt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Man muss diese Energie einfangen. Dafür gibt es im Kern nur 2 Technologien.
Das eine sind Windräder, das andere sind Solarpaneele. Und das heißt, und ich glaube, das ist noch nicht jedem Deutschen klar, dass man nur Strom und sonst nichts ökologisch erzeugen kann. Und das bedeutet wiederum, dass man die gesamte Volkswirtschaft, alles, Heizung, Verkehr, Industrie, alles muss man auf Strom umstellen. Und den muss man dann komplett klimaneutral herstellen durch Solarpaneele oder Windräder. Und wenn einem das klar ist, und damit komme ich jetzt zum Thema grünes Wachstum, warum das alles schwierig wird, dann sind die Zahlen absolut erschütternd. Im Augenblick, 2022, war es so, dass die Windenergie 5,3% des deutschen Endenergieverbrauches abgedeckt hat und die Solarenergie war bei ungefähr 2,8%. Das heißt, etwas vereinfacht, wir müssen noch über 90% unserer Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt. Das passiert nicht von selbst. Dazu gibt es keine Alternative. Wir können ja hier nicht die Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber das ist kein Selbstläufer. So, zweiter Punkt, wo man dann richtig sieht, okay, da wird es schwierig. Sie wissen alle, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie haben, die wir im Sommer bekommen. Das sind also unendliche Schwankungen. Und der Kapitalismus ist aber ein System, das immer Energie braucht, rund um die Uhr, in jeder Sekunde. Das heißt, man muss enorme Mengen an Strom zwischenspeichern, um für Dunkelheit und auch für Flauten gerüstet zu sein. Auch dafür gibt es nur zwei Technologien, nämlich zum einen Batterien und zum anderen perspektivisch grüner Wasserstoff. Beide Technologien sind nicht billig, sondern aufwendig. Und da merkt man schon, okay, Ökostrom wird knapp und teuer bleiben. Der ist nicht im Überfluss vorhanden. Und dann gibt es ein drittes Problem, das wird komplett ignoriert. Die Flächen in Deutschland reichen nicht, damit wir hier autark sind und unseren gesamten Ökostrom selber produzieren, sondern wir müssen wahrscheinlich 40% des Ökostroms importieren. So, das klingt ja erstmal harmlos, nicht? Im Augenblick importieren wir die Energie auch. Wir haben ja kein Gas, wir haben kein Öl, das holen wir alles aus dem Ausland. Und dann denken viele Deutsche, okay, das wird bestimmt genauso billig wie jetzt. Das ist aber der totale Irrtum. Der wahrscheinliche Ort, wo man Ökostrom für Deutschland oder Europa produzieren könnte, wäre die Sahara. Da kann man auch Strom sehr billig produzieren, weil ja die Sonne da sehr viel stärker scheint als hier und sehr viel häufiger. Da kostet eine Kilowattstunde Strom in der Produktion nur 1 Cent. Das wird dann auch immer vorgerechnet. Kostet gar nichts, nur 1 Cent, ganz billig. Und da wird dann aber der entscheidende Punkt übersehen. Der Strom ist dann in der Sahara, der ist ja nicht hier. Und Hochspannungsleitungen fallen aus, weil viel zu teuer, viel zu kompliziert. Da sind sich alle einig. So, und dann ist die große Preisfrage, okay, wie kriegen wir jetzt eigentlich den Strom aus der Sahara nach Deutschland? Um das mal ganz hart zu sagen, das ist im Kern ungeklärt. Was klar ist, man müsste erstmal den Strom in der Sahara in Wasserstoff umwandeln. Es gibt in der Sahara aber gar kein Wasser. Das heißt, man müsste erstmal Wasser entsalzen. Dann müsste man daraus Wasserstoff machen. Wasserstoff kann man auch nicht transportieren. Dann müsste man daraus synthetische Kraftstoffe machen. Das bedeutet, man muss CO2 aus der Luft fischen. Dann muss man das CO2 mit dem Wasserstoff verbinden. Das alles kostet sagenhaft viel Energie. Und das Ergebnis wäre, das ist jetzt ausgerechnet worden von einer neuen Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, das Ergebnis wäre, dass diese synthetischen Kraftstoffe, die man in der Sahara produziert, um Energie nach Deutschland zu importieren, bis zu 40 Mal teurer wären als die fossilen Varianten, die wir jetzt gewinnen, indem wir Öl aus Saudi-Arabien einfach pumpen. 40 Mal. Und das ich schaffe das, glaube ich, noch. Also... Wir geben dir auch noch eine Minute drauf. Bis zu 40 Mal so teuer wie fossile Varianten ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Nachricht. Weil nämlich der Kern des Kapitalismus ist das Verbrennen von Energieträgern. Wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Kapitalismus, dann kann man auf der einen Seite sagen, historisch, okay, das ist ein System, ungefähr das gleiche wie die Industrialisierung, das 1760 in England eingesetzt hat. Aber man kann es nicht nur historisch fassen, sondern man kann es auch analytisch fassen. Man kann einfach mal versuchen zu beschreiben, was Kapitalismus ist. Jetzt kommt eine Definition, die ist übrigens von Marx. Sie ist trotzdem richtig und Sie werden alle denken, ja, das hätte ich eigentlich auch so gesehen und auch so sagen können, aber diese Definition hat es in sich. Kapitalismus ist ein System, in dem man Kredite aufnimmt,
um in Maschinen zu investieren, um Waren oder Dienstleistungen herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Da werden Sie alle sagen, ja genau. Aber wenn man sich das nochmal klar macht, diese Gleichung, dann ist ja völlig offensichtlich, dass der Kern sind die Maschinen, ist die Technik. Das ist der Kern des Systems, da kommt übrigens auch das Wachstum her, durch den Einsatz der Technik. Und jetzt wissen Sie alle, diese Maschinen laufen nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Das heißt, der Kern unseres Systems ist das Verbrennen von Energieträgern, die natürlich bisher immer fossil waren, also Gas, Öl, Kohle. Was übrigens auch bedeutet, ganz wichtig, häufiges Missverständnis, der Klimaschutz, die Klimakrise ist nicht aus Versehen entstanden, weil irgendjemand vergessen hat, Umweltschutz zu machen, sondern die Klimakrise ist die andere Seite des Kapitalismus. Das gehört zusammen, weil eben Energie ist das Zentrum, war immer fossil, dabei, wenn man das verbrennt, wahnsinnige Mengen an CO2. Das heißt, die Klimakrise ist nicht ein normales Umweltproblem, das ist, sondern das zielt in das Herz und in den Kern des Kapitalismus. So, und wenn man jetzt eben feststellt, dass der Treiber des gesamten Systems, nämlich die Energie, bis zu 40 Mal teurer wird, wenn man sie importiert, und gleichzeitig weiß, wir müssen 40% importieren, und man weiß, die Speicherei hier in Deutschland wird auch nicht billig, dann ist eins ganz klar, das wird nichts mit dem grünen Wachstum. Das läuft rauf auf grünes Schrumpfen. Und Schrumpfen ist der Tod oder das Ende des Kapitalismus, weil das eben ein System ist, das nur stabil ist, wenn es wächst. Es gibt im Kapitalismus einen Wachstumszwang. Dazu könnte man auch noch viel sagen, aber jetzt sind meine 10 Minuten um. Wer das mit dem Wachstumszwang wissen will, der muss hinterher die Frage stellen. Ja, ich fände jetzt alles an Sie aus. Schau dir das an, du hättest jetzt sogar noch eine halbe Minute gehabt. Aber Ulrike ist einfach wahnsinnig diszipliniert, das ist toll. Nehmen Sie das zum Vorbild, Uli. Du hast das Wort. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Diskussionsraum haben. Es ist ein wirklich sehr wichtiges Buch. Ich habe es mit großem intellektuellen Genuss gelesen. Ich habe viel gelernt. Es ist gut argumentiert. Es ist glänzend geschrieben, wo ich an vielen Stellen ganz neidisch wurde, dass das so gut auch formuliert wird. Historisch hat es Tiefe. Ich habe sehr viel auch nochmal historisch gelernt. Und es hat wirklich eine klare Argumentation. Von daher kann ich nur empfehlen, die es noch nicht gelesen haben, es zu lesen. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, was Ulrike gesagt hat. Die Kritik am Technologieoptimismus, am grünen Wachstum, an der Entkopplung, ein ganz vorzügliches Kapitel zu diesem Mythos von Entkopplung, und anderem und auch, dass eben dieser grüne Umstieg Solar und Wind nicht funktioniert. Aber ich soll ja auch ein paar Fragen stellen und ich sehe das natürlich hier als sozusagen gemeinsame Klärung und jetzt nicht als Schlagabtausch. Die Frage, wenn wir fragen, was tun, müssen wir natürlich auch fragen, was soll verändert werden? Und da habe ich einen anderen Kapitalismusbegriff. Und da ich versuche sogar Ulrikes nochmal darzustellen, einfach um die Differenz aufzuzeigen, weil ich glaube, für das Handeln nachher ist es ganz stark, weil Ulrike landet ja beim Staat. Der Staat soll das machen und da, denke ich, müssten wir sozusagen breiter denken. Ulrike argumentiert, ich wiederhole es noch kurz, der Segen besteht darin, dass in dem 18. Jahrhundert, vor allem in England, in einer Mischung von Technologie, Wachstum und fossiler Energie ein neues System entstanden ist, ein industrieller Kapitalismus. Und ich lade uns mal zu einem Gedankenexperiment ein. Wenn Mitte des 18. Jahrhunderts es in Großbritannien kein Kapital gegeben hätte, und zwar auch keine Kapitalherrschaft, keine Klasse, die über dieses Kapital verfügt. Das, was ja Marx auch gesagt hat im berühmten 24. Kapitel des ersten Bands des Kapitals, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, dass die Menschen ihres Eigentums genommen werden, dass es eine Akkumulation gibt eben auch von Kapital, von Eigentum. Also wenn wir uns vorstellen, es hätten sich im 19., 20. Jahrhundert hätte es Wachstum gegeben, hätte es Industrie gegeben, weil viele Menschen tüfteln, erfinden, weil investiert wird in von Menschen besessenen, genossenschaftlich besessenen, öffentlichen Unternehmen, weil wir fossile Energie genutzt hätten, aber viel früher, vielleicht schon vor 50, 60 Jahren, dann auf Solarenergie umgestiegen werden. Dann hätten wir auch Wohlstand. Also mein Punkt an Ulrike, meine erste Frage ist, bei dir wird Kapitalismus zum Subjekt, der Kapitalismus macht. Und mein Punkt wäre, es war eine historische Konstellation, von kapitalistischer Klassenherrschaft. Kapitalismus ist eben für Marx, ja,
Es ist, da muss investiert werden, damit es mehr gibt. Aber Marx hat ja gerade gezeigt, dass die Warenförmigkeit Hand in Hand geht mit der Entrechtung, Enteignung, Ausbeutung von Menschen. Kapitalismus heißt Klassenherrschaft und das kommt in dem Buch überhaupt nicht vor, weil Kapitalismus ein ökonomisches System ist, das Wohlstand schafft, mit allen Problemen, ist gerade nochmal aufgemacht worden. Aber ich glaube, ich bereite sozusagen das Argument vor nachher für die Alternativen. Kapitalismus ist ein Herrschaftssystem, was historisch, weil es Kämpfe gab von Menschen, nicht weil es gute Kapitalisten gab, weil es Kämpfe der Arbeiterinnenbewegung gab im 19. Jahrhundert, die den Kapitalisten, dem Staat, den Wohlstand abgerungen haben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, das, was völlig richtig beschrieben wird, dass da richtig es rüttelt mit den fossilen Energieträgern, das, was heute die ökologische Krise ist. Aber das waren doch harte Kämpfe. Es stimmt ja nicht von Henry Ford, diese berühmte Aussage, ich musste meinen Arbeitern $5 am Tag bezahlen, damit sie dann das Auto kaufen können. Nein, es waren Streiks. Das waren Menschen, die sich gewehrt haben gegen die Kapitalisten, die nicht genug bekommen konnten an Land, an Ressourcen, Energie, eben an Rohstoffen. Die Ausbeutung des Südens, wir werden da nachher noch drauf kommen, weil Ulrike ja auch im Buch argumentiert, Kolonialismus ist eher Kapitalismus schädlich. Hätte ich auch eine andere Position, aber ich lasse das in dieser ersten Runde. Also mein Punkt wäre, das, was Ulrike beschreibt, ist richtig als historische Konstellation eines Wohlstandsmodells, aber es mit Kapitalismus eng zu führen, aus einer Perspektive von Kapitalherrschaft, nicht zu sagen, dass der Kapitalismus macht, ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Und deshalb würde ich nachher argumentieren, ich weiß nicht, ob der Sozialismusbegriff passt, aber wir können eine postkapitalistische Alternative entwickeln, aus den Kämpfen heraus, nicht aus der Systemlogik, die zusammenbricht, sondern wir brauchen Kämpfe für eine postkapitalistische Postwachstumsgesellschaft. Das wäre mein Hauptargument. Ich stimme bei der Kritik an den Green New Deals und so komplett zu. Möchtest du, dass sie gleich antwortet oder möchtest du noch einen Gedanken anfügen? Ich würde vielleicht diesen Kapitalismusbegriff noch... Okay. Genau, das wäre mein Hauptargument. Ganz kurz noch ein paar Implikationen. Kapitalismus ist eben nicht nur Industriekapitalismus. Wenn wir sagen, Kapitalismus ist Warenproduktion, das, was Ulrike richtig beschreibt, aber es ist auch Klassenherrschaft, auch eine patriarchale Herrschaft, eine rassistische Herrschaft, eine globale Herrschaft, dann müssen wir anerkennen, dass Kapitalismus nicht nur Industriekapitalismus ist, sondern auch Agrarkapitalismus, Bergbaukapitalismus. Also du hast ja gesagt, ich bewege mich viel in Lateinamerika. Das ist übelster Kapitalismus. Ja? Aber es ist Kapitalismus, weil es eben dort eine Klassenherrschaft gibt von Landbesitzerinnen, von transnationalen Bergbauunternehmen, die eben da ihre Schnitte machen. Es wird Geld investiert, es wird produziert, die Waren werden am Weltmarkt verkauft. Zweite Implikation, wo ich denke, wenn wir über Alternativen nachdenken, unbedingt hinschauen müssen. Für Ulrike ist Kapitalismus ein Produktionssystem, ein industrielles, fossilistisches, wachstumsorientiertes Produktionssystem. Und aus meiner Sicht ist es das, ja, aber es ist eben auch eine Lebensweise. Es ist eine Weise, die im Alltag, in den Konsummustern, in den Wünschen, in den Geiz-ist-geil-Diskursen der Marketingindustrie, die von vielen ja geteilt werden, gelebt werden, also Stichwort imperiale Lebensweise. Mit 3000 Werbebotschaften pro Tag, die ein Kind genau, mit 10 Jahren genau. Konsumiert. Und Kinder, die bis 12, wie wir wissen aus psychologischen Studien, gar nicht unterscheiden können, gut zwischen Realität und Werbung, die in ein System rein. Zwei kurze Schlussbemerkungen. Du sagst, Ulrike, Kapitalismus kann ohne Wachstum nicht leben. Und ich würde sagen, schon. Also wenn wir sagen, Kapitalismus ist nicht wachstumsgetrieben, sondern es ist eben auch ein Herrschaftssystem, wo wenige, in Deutschland 1% der Bevölkerung sind, Vermögensbesitzer, natürlich nochmal große Unterschiede, die wollen, dass das so läuft. Wir wissen von Japan seit 20 Jahren, das ist kein Wachstumsmodell mehr, es ist Kapitalismus. In Lateinamerika gibt es lange Krisenphasen, einer Krise des Kapitalismus, wo dann die Verteilungskämpfe stärker werden. Kapitalismus in der Krise bedeutet ja nicht, die Klassenherrschaft, die kapitalistische Produktion ist vorbei, aber es wird richtig brutal. Das ist Ulrikes Punkt. Der Kapitalismus als Wachstumskonstellation öffnet Verteilungsspielräume, aber Kapitalismus als Nichtwachstum ist nicht per se weg, sondern es wird richtig ungemütlich. Und da müssen wir auch drauf achten. Also mein Punkt wäre, ich fasse zusammen, ich hätte einen weniger systemischen Blick von Kapitalismus, der fährt jetzt an die Wand, weil die Energie fehlt. Interpretiere dich bitte, korrigier's. Und deshalb wird es eine Alternative geben, Rationierung. Ich halte den politischen Vorschlag für sehr interessant, aber das wird es sozusagen automatisch geben. Und meine Frage wäre, ob es nicht nur das Kapitalismus als System ist, sondern Kapitalismus als jeden Tag reproduziertes Herrschaftsverhältnis,
durch Kämpfe, das wird ja von oben gekämpft, ja, zurzeit. Wir haben jetzt die Studien, wie die Ungleichheit zugenommen hat die letzten Jahre über Corona und anderes, dass wir sozusagen diese Perspektive von Kämpfen, also nicht nur hier rote Fahne, ne, sondern der Kapitalismus ist eben, wird von oben auch durchgekämpft. Oder die Kompromisshaftigkeit von Gewerkschaften, die ist ja nicht einfach da. Die müssen streiken dafür, das sehen wir in Deutschland, damit eben Lebensverhältnisse verbessert werden. Und ich glaube, die Ergänzung zu Ulrike, sollten wir unbedingt im Blick haben, dass Kapitalismus viel mit Herrschaft zu tun hat und auch, das ist mein letzter Satz, viel mit einem Staat, weil Ulrike ja sehr stark auf den Staat setzt, ich sag mal aus einer öko-keynesianischen Perspektive, ich weiß nicht, ob ich dir da Unrecht tue, es ist eine keynesianische Position, die sagt, die Ökonomie ist kapitalistisch und der Staat soll angemessen agieren. Ich würde sagen, der Staat ist ja selber kapitalistisch, ist ja selber tief verankert, verwoben mit der Gesellschaft, sehen wir ja in dem ganzen Trara jetzt der Regierung hier, und wir könnten, es ist zu vorschnell zu sagen, der Staat soll es jetzt richten, der Staat soll rationieren, das hat in Großbritannien im Zweiten Weltkrieg vielleicht geklappt, aber es wird nicht klappen, weil der Staat ja selber eine Eskalationsmaschine ist. Die Politik, wenn Politiker gefragt werden, wie gehen wir mit der Krise um, haben sie drei Antworten. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, wie sollen wir da vom Staat erwarten und fordern, dass er eine Postwachstumsgesellschaft einlädt? Auch da wäre mein Punkt, es sind die Kämpfe, die sozialen Kämpfe, die emanzipatorischen Kämpfe, die das vorantreiben. Ohne es wird ein Staat vergessen, aber davor ist noch was anderes. Soweit. Ja, das waren jetzt viele Fragen an dich und wahrscheinlich hast du auch viele Antworten. Ja, also ich sage erstmal die Sachen, wo ich ganz und gar der Meinung bin von Uli Brandt. Also es ist völlig richtig, dass man Gewerkschaften braucht, damit die Löhne im Kapitalismus steigen. Das steht auch genau so im Buch. Also die Rolle der Gewerkschaften wird da breit dargestellt. Ich glaube, wo der Unterschied ist, ist tatsächlich in diesem Kapitalismusbegriff. Für mich macht es überhaupt gar keinen Sinn, den Kapitalismus als Herrschaftssystem zu beschreiben. Nicht, weil es da keine Herrschaft gäbe. Das ist ja das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Weiß jeder aus der Vermögensverteilung für Deutschland zum Beispiel, das oberste 1% hat im Augenblick 36% des Volksvermögens. Das heißt, man kann sagen, wir sind eine Klassengesellschaft. Mein Punkt ist, seitdem es Privateigentum gibt, seitdem der Mensch sesshaft ist, das ist die letzten 12.000 Jahre, gab es immer Herrschaft. Nicht? Auch schon im antiken Rom war es so, es gab eine kleine Oberschicht und der Rest konnte gucken, wo er blieb. Im Feudalismus, die Adligen hatten alles, der Rest nichts. Das heißt, die Tatsache, dass es Ungleichheit gibt, dass es Herrschaft gibt, ist nicht neu. Wenn man jetzt das Neue am Kapitalismus verstehen will, dann ist es die Tatsache, dass es tatsächlich Wachstum gibt, dass der Wohlstand steigt, dass es Technik gibt, dass es sowas gibt wie Investitionskredite. Investitionskredite, also die Idee, ich investiere in Technik, um mehr Waren herzustellen, das gab es vorher nicht. So, und mein Hauptpunkt ist, und das ist das Zentrale, nur weil es das Wachstum und den Wohlstand gab, war es auch möglich, Gewerkschaften zu haben. Denn die Gewerkschaften können ja nur etwas verteilen, weil es Wachstum gibt. Ohne das Wachstum gäbe es auch die Gewerkschaften nicht. Das heißt, den Kampf, den Uli Brandt völlig richtig beschreibt, setzt bereits das Wachstum voraus. So, und ja? Nee, kannst du gerne eine Frage stellen. Bitte? Ja? Nee, ich höre auf. Du kannst dann weiterreden, nur eine Zwischenfrage. Aber das heißt, für dich ist klar, also Herrschaft gibt es immer. Und der Kapitalismus ist sozusagen das gnädigere Herrschaftssystem, genau. Weil es etwas Wohlstand genau. Für alle abwirft. Ja, genau. Also sozusagen von allen Herrschaftsformen, die man in der Geschichte hatte, Sklaverei bei den Römern, Feudalismus im Mittelalter, Kapitalismus heute, ist der Kapitalismus sozusagen die günstigste Variante, weil er nämlich aus meiner Sicht eine, um es auf Neudeutsch zu sagen, Win-Win-Situation ist. Man kann historisch sehen, dass der Kapitalismus in England entstanden ist, das hast du ja auch schon ein bisschen erzählt, weil dort die Löhne die höchsten der Welt waren. Und weil die Löhne so hoch waren, hat es sich gelohnt, Maschinen einzusetzen. Also Maschinen kosten ja Geld und man setzt Maschinen nur ein, wenn die Arbeiter noch teurer sind. Und mit den Maschinen hat man dann eben die Technik gehabt, die dann auch das Wachstum befördert hat. Und das heißt, hohe Löhne treiben den Kapitalismus nicht. Niedrige, nicht? Also man kann es auch so ausdrücken, die Neoliberalen verstehen das System nicht.
Und das ist auch bis heute so. Ja, die wollen ja immer, Neoliberale sagen immer Kosten runter, nicht? Löhne runter. Nein, die müssen hoch, damit sich die Maschinen lohnen. Und der Witz ist, wenn man dann technischen Fortschritt hat, wenn man noch mehr Waren herstellt, dann müssen auch die Löhne steigen, damit diese vielen Waren überhaupt abgesetzt werden können. Das heißt, die Gewerkschaften sind nicht nur nötig, um die Rechte der Arbeiter durchzusetzen. Also ich bin oberster Gewerkschaftsfan, bin auch selbst Mitglied. Sondern es ist noch krasser. Die Gewerkschaften sind, und ich übertreibe nicht, sind die Retter des Kapitalismus, weil sie tatsächlich eben dafür sorgen, dass es diese Massenkaufkraft gibt, die man dafür braucht, dass sich Technik lohnt. So, und dann es gibt jetzt noch so ein paar Einzelpunkte, die ich ja noch aufgreifen könnte. Wo ich auch mit Uli völlig einer Meinung bin, steht auch im Buch, ist, dass der Kapitalismus mehr ist als ein Wirtschaftssystem, das irgendwie Wohlstand, Wachstum und hohe Löhne produziert, sondern es ist tatsächlich ein totales System. Der Kapitalismus hat alles geprägt, also wie wir, wen wir heiraten, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir unsere Kinder erziehen, also Sachen, wo man denken würde, hat nichts mit Kapitalismus zu tun, hat da alles komplett verändert. Wir leben tatsächlich in gewisser Weise in einer anderen Welt als unsere Vorfahren. Das Einzige, was es immer gab, solange der Mensch unterwegs ist, ist Ungleichheit und Herrschaft. Und da würde ich sagen, ist der Kapitalismus noch eine günstige Variante. Und was ja auch er angesprochen hat, es hätte ja auch sein können, dass mit Aufkommen, also der Kohle und der Dampfmaschine, eine andere Form von Fortschritt hätte entstehen können, nämlich eine herrschaftsfreiere oder emanzipativere, dass man Technik menschenfreundlich entwickelt. Nee, das glaubst du nicht, dass das wirklich so ist? Die Technik ist ja schon relativ menschenfreundlich. Also das ist ja das Faszinierende, dass Dinge, die da sind, nicht unbedingt vom Menschen genutzt werden, nur weil sie da sind. Also das beste Beispiel, finde ich, ist das Öl in Saudi-Arabien. Also die Bewohner von Saudi-Arabien wissen schon seit 1500 Jahren, dass da Öl ist. Damit konnten sie aber nichts anfangen. Das Öl in Saudi-Arabien wurde erst wertvoll dadurch, dass es in England eine industrielle Revolution gab. Und deswegen, glaube ich, ist es komplett, also das muss ich jetzt so hart sagen, ahistorisch zu sagen, theoretisch hätte es auch eine andere Entwicklung geben können. Fakt ist, es gab nirgendwo sonst eine andere Entwicklung, sondern es ist in England passiert, dass der Kapitalismus entstanden ist, und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass irgendwo anders irgendwie mit irgendwelchen Genossenschaften Wachstum passiert wäre, weil man das nirgendwo auf der Welt gesehen hat. Man muss das ganz klar haben. Die Römer theoretisch hätten Wachstum haben können. Das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus weit entwickelt hätte theoretisch Wachstum haben können. Die Niederländer hätten sich theoretisch industrialisieren können, weil sie weit waren im 16., 17., 18. Jahrhundert. Nirgendwo ist was passiert. Das heißt, man kann nicht einfach überlegen, wo vielleicht irgendwie Wachstum hätte oder Wohlstand hätte ausbrechen können. Aber es spricht doch nicht aus, sondern es ist, also erstmal, das ist ja wichtig, es ist ein Industriekapitalismus. Ja, ich, genau. Aber mein Punkt wäre, jetzt nicht irgendwie daher zu sagen, sondern es gibt eine Konstellation, darauf will ich hinweisen, der Kapitalismus entsteht historisch und hat eine enorme Produktivitätssteigerung über Erfindung, über Maschinen, alles, was du im Buch beschreibst. Aber er hat auch eine Konzentration von Produktionsmitteln. Und dieser Zusammenhang ist ja für die Alternativen heute total wichtig. Ob ein wirtschaftliches System produktiv, jetzt lasse ich mal die Frage der Energie draußen, ob ein wirtschaftliches System produktiv sein könnte, damals hätte produktiv sein können, indem sich mit deinen drei Kriterien Wachstum, fossile Energie und industrielle Produktion unter anderen Eigentumsbedingungen, das hätte entstehen können. Und dieser Link ist nicht notwendig. Und ich halte das, ich kann sagen, es ist historisch, ist falsch, weil es hat sich so entwickelt, aber ich halte es für eine ziemlich relevante Frage, ob eine bestimmte Form der historischen Kämpfe, nämlich Klassenkämpfe von oben, Enteignung von Menschen, dazu führt, dass die Menschen, die Gesellschaften unter ihren Verhältnissen leben, unter ihren Verhältnissen historisch, weil die oben, das 1%, die oberen 10%, immer besser aussteigen. Ich finde das eine sehr relevante Frage für Alternativen, weil wir dann zu der Einschätzung kommen, es waren die historischen Kämpfe nicht nur um Wachstum, um industrielle Produktion, sondern um ein Profit machen und eine Vermögensbildung der wenigen. Das ist doch wichtig, historisch anzuhören. Also ich glaube, es bringt mich jetzt nicht viel, noch lange historisch zu argumentieren, weil das interessiert ja nur Historiker. Aber um nochmal systemisch darauf zu antworten, das bringt vielleicht mehr.
Es wird im Kapitalismus gibt es Ungleichheit, das ja, aber man kann den, und das wäre mein Punkt, den Kapitalismus politisch sehr stark gestalten. Also wenn ich jetzt sage, es gibt, im Augenblick ist es so, dass in Deutschland 1% der Bevölkerung 36% des Volksvermögens haben, dann liegt das auch daran, dass wir falsche Gesetze machen. Es hat niemand Rot-Grün gezwungen, den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer von 56% oder 53% auf 42% zu senken. Niemand hat Rot-Grün gezwungen, faktisch die Vermögenssteuer auslaufen zu lassen. Niemand zwingt uns, eine Erbschaftssteuer zu haben, die so gestaltet ist, dass Fabrikbesitzer faktisch keine Erbschaftssteuer zahlen. Niemand zwingt uns, die Erbschaftssteuer so zu gestalten, dass Immobilienbesitzer faktisch keine Erbschaftssteuer zahlen. Sondern das sind alles politische Fehlentscheidungen in einer Demokratie. So, die, und die mit dem Herrschaftssystem zu tun haben, die ihr Nicht? Nein, wieso? Hier, die Mittelschicht, ja, in Deutschland hat die Mehrheit. Wenn die Mittelschicht jetzt sagen würde, ja, wir wollen eine andere Erbschaftssteuer, ja, dann hätten wir die. Aber das heißt, das finde ich nämlich ganz, ganz schwierig, muss ich jetzt mal sagen, dass die Mittelschicht in einer Demokratie, die extrem gut ausgebildet ist, sich permanent als Opfer fühlt. Wie kann ich nur sagen, nein, ihr seid alle Täter, ihr seid zu doof, die richtige Erbschaftssteuer an die Macht zu wählen. So, und dafür gibt es auch Gründe, nämlich Selbstbetrug der Mittelschicht, die halten sich alle für die Elite und so weiter. Und du hast darüber auch ein Buch geschrieben. Ja, ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. Ja, das hat aber, also ich will ja nur sagen, große Teile der Ungleichheit, die wir erleben, sind faktisch selbstverschuldet. So, nicht alles, aber vieles. Und deine Grundaussage möchte ich nochmal wiederholen. Ja, und das ist das Gute, der Kapitalismus ist politisch gestaltbar. Also er ist vereinbar, das ist der Witz an diesem System, mit einer Demokratie. Denn nur weil es Wachstum gibt, haben wir auch eine Demokratie. In Gesellschaften, die nicht wachsen, kann es keine Demokratie geben, aus folgendem Grund. Wenn alles stagniert und die Torte immer gleich groß ist, dann kann ich nur reich sein, indem ich meinen Nachbarn bestehle und unterdrücke. So, wenn ich jetzt ein Wachstum habe, dann können die Reichen reicher werden und alle anderen werden auch reicher. Und dann ist eine Demokratie möglich. Also mir ist das letztlich egal, muss ich mal jetzt sagen, ob man meine Sicht vom Kapitalismus teilt oder nicht. Denn das ist, glaube ich, jetzt für das, was wir künftig haben mit der Klimakrise, doch zweitrangig. Deswegen sollten wir vielleicht nicht so viel Zeit darauf verwenden, wie der Kapitalismus jetzt eigentlich genau ist. Aber dass ich dann trotzdem jetzt so lange darüber rede, hängt nur damit zusammen, dass ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist zu verstehen, warum wir dieses System nicht verlassen, obwohl es unser Klima ruiniert und unser Überleben bedroht. Und wenn man nicht versteht, wie sehr wir vom Kapitalismus profitiert haben, dann kann man eigentlich auch nicht erklären, warum wir das System nicht schon längst über Bord geworfen haben. Also wenn wir nur unterdrückt wären, dann würden wir das doch sagen, was ist denn das für eine Scheiße hier mit der Klimakrise, jetzt machen wir was anderes. Machen wir aber nicht. So, und dafür brauchen wir eine Erklärung. Die Erklärung ist, dass wir alle von diesem System profitieren. Und ich... Mein Argument wäre, dass wir von dem System, also wer ist wir? Also wir sehr unterschiedlich, dann haben wir noch eine Nord-Süd-Differenz. Ich rede jetzt erstmal über die Industriestaaten. Ne? Dass wir sozusagen drin sind in diesem System, also dass wir wenig Handlungsmöglichkeit haben. Wir wollen ja heute auch über Alternativen reden. Das eine ist, wir profitieren und kriegen den Hintern nicht hoch und wählen nicht ab. Ich sehe das schon so, da gibt es Selbstbetrug und anderes. Aber es gibt Mechanismen, die dazu führen, dass im Alltag für Menschen, die Alternativen wollen, ich war in Vorarlberg bei den Tagen der Utopie, sehr, sehr anregend, wo es Suchprozesse gibt von Aufbrechen. Und was sind dann die Möglichkeiten für Individuen, für Kollektive aufzubrechen, weil wir eine Machtkonstellation haben, die sich dann am Ende durchsetzt. Und du kennst das besser, wie sich die Steuergesetze verändert haben, aber sozusagen im Globalisierungsprozess, in der Androhung von Standortverlagerung, in der Androhung, dass Scheurede des Kapitals geht vielleicht woanders hin, also schafft gute Investitionsbedingungen, das ist doch auch eine Machtfrage. Und darauf hat die Politik, ich will sie nicht rausnehmen, die rot-grüne Regierung, aber darauf hat die Politik reagiert. Und jetzt nur zu sagen, wenn wir alle verstehen würden, wie das läuft, könnten wir andere Parteien wählen. Die Parteien oder der Staat selber ist mit diesem System eng verbunden. Und wir in unserem Alltag sind, in meinen Begriffen, in einer imperialen Lebensweise, wo wir die Alternativen dazu aktiv schaffen müssen. Und deshalb würde ich nicht so stark auf den Staat und aufs Steuersystem vertrauen. Du hast ja, das wäre vielleicht auch jetzt im Anschluss ganz interessant, und dann deine Antwort mit der privatwirtschaftlichen Planwirtschaft, einen sehr starken Blick auf eine emanzipatorische Perspektive, die also weltweit eigentlich die Menschen wieder also umlernen lässt, sich besinnen lässt auf würdiges, sinnvolles Arbeiten, auf politische
Teilhabe, Teilnahme. Vielleicht kannst du das jetzt noch mal entwickeln, deine doch letztlich sehr kraftvolle emanzipative Perspektive und dann deine Antwort. Ich weiß gar nicht, ob ich das in so ein paar Minuten kann. Also wir nennen das eine solidarische Lebensweise. Aber mein Punkt wäre, wir setzen am Heute an. Und wenn wir heute sagen, eigentlich ist, wir müssen jetzt nicht ewig Kapitalismus, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig zu verstehen, weil da die Alternativen unterschiedlich losgehen. Wenn Kapitalismus eingeschätzt wird als eigentlich gutes System, der jetzt sozusagen energetisch und ressourcenmäßig an die Wand läuft und es kann stark reguliert werden, ist es eine andere Perspektive, als zu sagen, eine Einschätzung, die Regulierung ist deshalb schwach, weil aus der Gesellschaft selber zu wenig kommt. Also wir müssen uns gesellschaftlich, demokratische Prozesse sind eben nicht nur Wahlprozesse. Es gibt viele liberale Demokratien in Lateinamerika, die krisenhaft sind. Es ist ja nicht so, dass der Kapitalismus nur wächst und dann Demokratie ermöglicht. Viele Gesellschaften auf dieser Welt sind keine Wachstumsgesellschaften, sind Dauerkrisengesellschaften und es gibt trotzdem Formen der Demokratie. Aber mein Argument wäre, dass wir nochmal genauer schauen, wenn wir sagen, Kapitalismus ist eben auch ein Herrschaftssystem, dass wir die herrschaftlichen Kräfte, die mächtigen Kräfte massiv schwächen müssen. Und das ist auch über das Steuersystem, aber nicht nur über das Steuersystem. Wir müssen die Eigentumsfrage stellen. Wer verfügt über die Investitionsfunktion? Wer sagt jetzt, es wird eben doch weiter in die fossile Energie investiert? Gerade kam die Studie raus von Influence Map, ging ja durch die Presse, dass es weiterhin 700 Milliarden Investitionen gibt in die fossile Energiewirtschaft, weil da massive Kapitalinteressen dahinter sind, auch staatliche Interessen, Stichwort Saudi-Arabien. Und mein Punkt wäre, der hört sich jetzt erstmal schwach an, weil wenn Ulrike sagt, der Staat soll es machen, dann gibt es den klaren Akteur. Und ich würde sagen, davor müssen wir wieder dazu kommen, dass Gesellschaft sich organisiert, dass sie anders denkt, dass sie aus dieser Wachstumsmaschinerie, meinetwegen auch aus der Bequemlichkeit, rausgeht. Das wäre aus meiner Sicht eine Grundbedingung und nicht zu früh oder zu sehr auf den Staat zu hoffen. Ich weiß gar nicht, ob das besonders kraftvoll ist, aber es ist einfach eine ganz andere Perspektive. Und es ist ja eine Perspektive, die das gute Leben, also du sagst ja schon, dass diese Perspektive eines guten Lebens, das sagst du auch, also dass wir nicht nur Verzicht üben müssen, sondern uns ja auch durchaus klar machen können, wie schön oder wie sinnvoll oder wie würdig und wie gut ein Leben sein könnte, dass wir wieder in den Dienst des Lebensbejahenden stellen können. Also da wäre ein Riesenpotenzial, wo Menschen ja eigentlich auch dann sich begeistern ließen, wenn sie sich dem öffnen würden. Ja, ich glaube, da haben wir keine Differenz. Also ich würde sagen, es sind Versorgungssysteme, Versorgungsfelder wie Mobilität, wie Ernährung, wie Kleidung, wie Wohnen, Stadtentwicklung und anderes. Und da kann man immer sozusagen Ulrikes Punkt der Schrumpfen dazulegen. Wir müssen raus aus diesem hohen Energieverbrauch. Aber wenn wir das mal durchdenken, wir wissen doch, wie im Mobilitätssystem die Alternative aussieht. Das ist ja gut beschrieben bei dir. Raus aus der Automobilität, raus aus dem Fliegen. Wir wissen, raus aus der Landwirtschaft, aus der industriellen Landwirtschaft. Von daher, das finde ich sehr attraktiv, dass wir eigentlich schon relativ gut wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann würde ich sagen, muss es durchgekämpft werden in den verschiedenen Bereichen gegen die Autoindustrie, gegen die Flugzeugindustrie, natürlich auch die Menschen als Konsumentin, gegen die industrielle Landwirtschaft, um diese Alternativen zu schaffen. Und auch, da würde ich jetzt mal gerne was zu sagen. Also wir sind uns einig, da muss ja auch mal die Einigkeiten markieren, was das Ziel ist. Nicht? Das Ziel muss eine ökologische Kreislaufwirtschaft sein, in der man nur noch so viel verbraucht, wie man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, damit man dieses Gesamtsystem auch befeuern kann. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn wir auf 50% unserer Wirtschaftsleistung verzichten, was ja schon viel wäre, dann wären wir immer noch so reich wie Westdeutschland 1978. Und hier sind ja sehr viele im Saal, die das miterlebt haben, 1978. Und die meisten werden ja sagen, okay, da waren wir genauso glücklich wie heute. Also es hat sich gar nicht wirklich anders angefühlt. Es gibt auch Leute, die sagen, da waren wir noch glücklicher, weil wir jünger waren. Also jedenfalls 1978, das ist nicht schlimm, nicht? Wird jeder zustimmen. So, das heißt, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, also das Ziel ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie kommt man dahin? Nicht? Hier großer Kapitalismus, da kleine Kreislaufwirtschaft. Und jetzt muss man dahin kommen, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert, mit Millionen von Arbeitslosen. Und das ist dann eben dieser Prozess des grünen Schrumpfens. Und mein Punkt wäre ja zu sagen, dass über diesen Prozess zu wenig nachgedacht wird. Und da würde ich jetzt gerne anknüpfen an das, was
Uli Brandt gesagt hat. Der hat gesagt, das stimmt völlig auch aus meiner Sicht. Wir müssen raus aus der Automobil, es kann keine privaten Autos mehr geben, wenn man wirklich klimaneutral sein will, weil einfach auch das E-Auto zu viel Energie verschwendet. Man kann nicht mehr fliegen, nicht? Unter anderem auch deswegen, weil Fliegen auch Öko-Kerosin, Kondensstreifen hinterlässt, die dann auch nochmal die Erde zusätzlich aufwärmen. Aber dann finde ich, dass Uli Brandt das Problem falsch beschreibt, wenn er sagt, wir müssen irgendwie gegen die Industrie kämpfen. Denn wenn es darum geht zu sagen, ja, wir wollen hier die Flugzeuge, also man stellt sich mal vor, man würde sagen, hier ist nichts mehr mit Fliegen, dann hätte man nämlich nicht nur die Kapitaleigner da am Start, die sagen würden, nee, nee, das geht aber gar nicht, wir müssen weiterfliegen, sondern Verdi, die Gewerkschaft, wäre auch dabei, weil die nämlich dann die Arbeitsplätze retten wollen. Und natürlich die Stadt Frankfurt, wo der größte Flughafen ist, die wären auch dabei. Und das Land Hessen, wo der größte Flughafen ist, die wären auch dabei. Das heißt, so zu tun, als wäre es ein Klassenkampf, ob wir aus der Automobilindustrie aussteigen, verfehlt aus meiner Sicht die Situation komplett, weil es kein Klassenkampf ist, sondern eine Klassenvereinigung von den betroffenen Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften plus den Aktionären. Die kämpfen dann alle gemeinsam dagegen, dass es keine Autos mehr geben soll. So, und das heißt, wir haben es mit einem völlig anderen Problem zu tun, nämlich immer, wenn man sagt, man schrumpft und das wird dann besonders die energieintensiven Branchen treffen, also Fliegen, Autos, Chemie, aber auch Banken, Lebensversicherungen kämen echt in Schwierigkeiten, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann ist immer die Frage, und die ist zentral, nicht? Was macht man mit den Leuten, die da arbeiten und die jetzt sich umorientieren müssen? Und da handelt es sich um Millionen, nicht? Allein in der Flugindustrie, direkt oder indirekt, arbeiten in Deutschland 850.000 Leute, wenn man das von Airbus über die Stewardessen, Flughäfen bis zu den Hotels rechnet, die irgendwie davon leben, dass in der Nähe ein Billigflieger landet. Automobilindustrie, 1,75 Millionen Menschen, direkt oder indirekt. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes, nicht der Lobbyisten. Man kann die Frage auch anders stellen, nämlich was soll aus Baden-Württemberg werden? Also die leben ja alle vom Auto. Was? Oder Bayern. Bayern, Ingolstadt. Ja, München ist auch betroffen. Genau, da sieht man also, das sind Fragen, die muss man als Gesamtgesellschaft lösen. Man kann ja den Leuten nicht sagen, wisst ihr was, ist uns doch völlig egal, was aus euch wird, da in der Flugindustrie oder bei den Autos. In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, weil die Leute haben Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, haben vielleicht Häuser gebaut, müssen Kredite bedienen, wollen für die Rente sparen, die wollen Sicherheit, die wollen Einkommen, die wollen eine Perspektive. Das heißt, das muss man gesamtgesellschaftlich klären. Und Uli hat ja schon oft gesagt, ja, dann kommt Ulrike immer mit dem Staat. Da kann ich nur sagen, ja genau, das ist der einzige Akteur, der solche Fragen, wo es um Millionen von Arbeitsplätzen geht, der das klären kann, ist der Staat. Ich sehe keinen anderen. Auf den Staat kommen wir auch gleich noch, aber zunächst mal zu den Gewerkschaften. Ja, ich habe ja nicht gesagt Klassenkampf, sondern ich habe gesagt Kampf. Das ist ein Unterschied. Und ich habe ein Forschungsprojekt gemacht in Österreich zur österreichischen Automobilindustrie. Wie kann die mit den Gewerkschaften, mit der Arbeiterkammer, wie kann die, also ich mit einer Forschungsgruppe, was sind Ansatzpunkte für sozial-ökologischen Umbau und für Schrumpfen? Und wir haben rausbekommen, dass es durchaus bei Beschäftigten, bei Betriebsräten ein Bewusstsein dafür gibt, dass das so nicht weitergeht, als wenn die Ulrikes Buch gelesen hätten. Und aber eine Bedingung haben, die Bedingung, dass der Übergang, man nennt das Just Transition, gerechten Strukturwandel, dass der für sie fair ist. Und da kommt der Kampf rein. Beschäftigte machen so lange nicht mit, solange die oben, die Vermögensbesitzer, sich einen schlanken Fuß machen. Manche werden das mitbekommen, MAN ist ja hier in München, MAN Steyr. Ja. MAN sagt vor 2 Jahren, wir gehen, das Motorenwerk in Steyr wird nach Krakau verlegt. Einfach so, nicht aus ökologischen Gründen. Einfach so, weil es billiger ist, in Krakau zu produzieren. Wie sollen die Beschäftigten Vertrauen finden, wenn auf ihrem Rücken dann der Umbau geplant wird? Und das ist eine Machtfrage, ist kein Klassenkampf. Es gibt den Klassenkompromiss, völlig richtig. Ja, es gibt den Klassenkooperatismus, Standortwettbewerb. Aber wir müssen, glaube ich, ernst nehmen, wenn wir eine Umbauperspektive aufmachen wollen, dann wird es glaubwürdig und realisierbarer, und dann, da stimme ich dir zu mit dem Staat übrigens, ja, dass da Geld in die Hand genommen wird und dass die sozusagen über die Investitionen entscheiden, nämlich die Vermögenden, dass die nicht mehr diese Entscheidung treffen. Ach so, da habe ich auch noch. Also ich glaube, dass dieser Vergleich jetzt mit Krakau völlig in die Irre geht. Weil das ist ja, man verlagert ein Automobilwerk in ein anderes Land. Wenn man jetzt sagt, ganz prinzipiell,
Das ist jetzt hier nicht mehr mit Auto. Und zwar, das würde ja letztlich weltweit gelten, weil weltweit wird die Energie nicht reichen. Das ist nicht so, dass man dann nur in Deutschland oder Österreich nicht mehr Auto fährt, sondern das ist absehbar. Wenn wir hier weltweit klimaneutral leben wollen, reicht weltweit die Energie nicht, damit hier alle mit dem E-Auto rumgurken. Dann heißt das nichts anderes, als dass die Kapitalinteressen von Susanne Klatten leider nichts mehr wert sind. Nicht Susanne Klatten ist die große BMW-Erbin. Im Augenblick hat sie ungefähr 20 Milliarden. Wenn man jetzt sagen würde, jetzt ist hier nichts mehr mit privaten Autos, dann ist auch BMW komplett entwertet. So, das heißt, mein Beispiel ist eine andere. Ich wollte völlig einverstanden. Völlig. Ja, okay. Mein Beispiel war nur, nicht zu sagen, es gibt den großen Klassenkompromiss, sondern dass wir Räume, die Öffnungen, genauer zu verstehen, wo gibt es denn das Potenzial von den Beschäftigten, das war ja gerade unser Thema, dass sie mitmachen. Und mein Argument wäre, sie machen mit, wenn sie eine Sicherheit bekommen, dass es nicht auf ihrem Rücken ausgetragen wird, der soziale. Ökologische Austerität, sagt Hans-Jürgen Urban, guter Bekannter bei der IG Metall, das spielt's nicht. Wir können nicht ökologische Austerität machen, sondern wir müssen uns Gedanken machen im Rückbau, was mit den Beschäftigten geschieht. Das war mein Argument. Und deshalb ist es nicht das Klassenbündnis, sondern es sind Kämpfe. Aber weißt du, ich kenne den Urban auch, nicht? Und seit 20 Jahren. Und man muss wirklich sagen, seit 20 Jahren denkt er nach und es kommt nichts dabei raus. Ein linker Gewerkschafter Urban. Das sage ich jetzt mal so hart, weil das Interesse der IG Metall ist, dass bei diesem Denken nichts rauskommt, weil das Auto muss ja erhalten bleiben. Aber jetzt mal zur Rolle des Staates. Was? Also jetzt mal zur Rolle des Staates. Also wenn wir jetzt Verbündete suchen, die uns helfen, diese Transformation ohne Massenarbeitslosigkeit zu gestalten, sagst du natürlich mit Recht, das geht nicht ohne den Staat. Und ich finde schon, dass wir jetzt zum Beispiel ja andeutungsweise in Gestalt zum Beispiel der Bundesnetzagentur mitgekriegt haben, dass da schon auch darüber nachgedacht wird, wie priorisieren wir denn? Wer kriegt denn dann die Energie, wenn sie wirklich knapp wird? Wie machen wir es denn mit den Wassernotfallplänen, wenn es dann nicht mehr einfach Flaschenwasser zu kaufen gibt, sondern wir in Schlangen anstehen müssen wegen Hitzenotplänen und so weiter? Also dieses Vertrauen, was du hast oder was wir eigentlich wieder gewinnen müssten, dass der Staat als die Organisation der Bürger unsere Interessen vertritt und das auch organisiert so, dass wir jetzt keine Massenarbeitslosigkeit haben und das gerecht verteilt wird. Da kommst du auf diese Beispiele der Kriegswirtschaft zu sprechen, auf die wir jetzt nicht so im Einzelnen rum. Also das ist ja nur ein Beispiel, du ziehst da Erfahrungen raus. Aber vielleicht sagst du kurz, welche Erfahrungen in dieser Kriegswirtschaft für dich dann diese Hoffnung gibt, dass wir auf den Staat hoffen können? Ja, also das mit der Kriegswirtschaft, das geht ganz schnell, obwohl das ja vielleicht am Anfang etwas irre wirkt, dass ich sage, dass die britische Kriegswirtschaft ab 1939 eigentlich ein Modell ist, eine interessante Orientierung, wie man sich den Ausstieg, das grüne Schrumpfen aus dem Kapitalismus vorstellen könnte. Um die Analogie zu sehen, muss man jetzt mal ganz kurz in das Jahr 1939 zurückgehen. Also das Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als er dann am 1. September 1939 ausbrach, war klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde. Und es war auch klar, dass die Briten nicht genug Waffen hatten, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So, und in dieser Notsituation blieb jetzt nur noch eine Lösung und die wurde auch nicht mehr lange diskutiert, sondern die wurde sofort umgesetzt. Man hat die zivile Wirtschaft geschrumpft, um Platz zu machen in den Fabriken für das ganze Militärgerät, das man jetzt brauchte, also U-Boote, Panzer, also Flugzeuge und so weiter. So, dieser Teil, Militärteil ist für uns natürlich nicht mehr interessant, aber interessant ist eben, was die Briten gemacht haben, um die zivile Wirtschaft zu schrumpfen. Und dabei ist eine, das hatte Renate auch schon gesagt, ist eine neue Wirtschaftsordnung entstanden, nämlich eine, man könnte das nennen, eine private demokratische Planwirtschaft, also was völlig anderes als das, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion stattgefunden hat. Also wie dieser sowjetische Sozialismus funktionierte, wissen ja alle Deutschen, weil das dann später in der DDR auch eingeführt wurde. Also es wird alles verstaatlicht. Also in der DDR wurden sogar Imbissbuden verstaatlicht. Und dann gibt es eine zentrale Planungskommission, die eben bis zur letzten Fabrik und der letzten Schraube sagt, was wo zu passieren hat. So genau diesen Weg sind die Briten gar nicht gegangen. Also es wurde nichts verstaatlicht. Die Eigentümer und Manager konnten in ihren Fabriken machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und diese knappen Güter, die dann entstanden sind, die wurden gerecht verteilt. Das heißt, Arm und Reich bekamen das Gleiche. Und das ist nichts anderes als Rationierung. War in England unglaublich populär.
Die Engländer haben nicht gehungert im Zweiten Weltkrieg, aber es war eben alles knapp und das hat dann eben alle entspannt zu wissen, dass alle das Gleiche kriegen. So, und ich glaube, dass diese beiden Aspekte, Planung und Rationierung, auch unsere Zukunft sind. Jetzt nochmal, damit jetzt nicht alle schockiert sind, nicht? Es geht nicht darum, wieder so arm zu sein wie 1939, als man dann im Jahr nur zwei Kleider kriegte mit jeweils 5 Knöpfen, sondern wir werden ja so reich wie 1978. Ne? Also das muss man immer im Auge behalten. Also das ganze Nachkriegswunder und so, das könnten wir alles einkassieren. Also Leute haben immer Angst um ihren Wohlstand. Und das Smartphone könnte man wahrscheinlich auch behalten, nicht? Damit so. Aber es geht eben um diese Methode. So, und vielleicht noch letzter Satz. Das wirkt ja erstmal total abstrakt oder seltsam, dass man sich denkt, okay, die Rationierung und die Planung ist unsere Zukunft. Aber das muss einem ganz klar sein. Wenn wir einfach sagen, ja, wir machen hier weiter mit dem Kapitalismus und dem Wachstum, das andere ist alles so anstrengend, wir machen erstmal, wie wir es gewohnt sind, dann wird sich die Klimakrise jetzt so schnell, so stark verschärfen, dass man auch nur noch weiterkommt mit Planung und Rationierung. Und dass das jetzt keine abstrakte Idee ist, sieht man daran, dass jetzt schon klar ist, was das erste Gut sein wird, was man in Deutschland rationieren muss. Das ist nämlich Wasser. Also Deutschland wird nach den Prognosen der Klimaforscher nicht zur Wüste, aber selbst das kann sich ja ändern, diese Prognosen, aber bisher nicht. Aber natürlich ist klar, Hitzewellen, Dürreperioden, das wird sich häufen, das wird auch alles immer länger. Und wenn dann das Wasser im Sommer stark verdunstet und gleichzeitig ist kein Regen da und das Grundwasser verschwindet, dann ist ganz klar, was dann passiert. Dann stehen nämlich alle direkt beim Staat. Da interessiert sich keiner mehr für Marktpreise, freies Unternehmertum, sondern alle stehen beim Staat und wollen, dass der jetzt klärt, wer das Wasser noch kriegt, ob das die Industrie ist, die Landwirtschaft ist, die Haushalte sind. Und der Staat entscheidet dann auch und der teilt dann physische Mengen zu, nämlich Liter. Das heißt, man hat faktisch ein Bezugsscheinsystem. Preise interessieren auch überhaupt nicht mehr. Es geht nur noch um die Liter, welche Liter man da haben darf. So, und dann hat man Rationierung. Und das ist auch nicht jetzt irgendwie ganz fern, sondern das hat in Deutschland schon eingesetzt. Also das haben Sie vielleicht mitgekriegt, so vor 4 Wochen hat die Bundesregierung den nationalen Wasserplan verabschiedet. So, und da ist die Rationierung natürlich vorgesehen. Und im Osten Deutschlands, wo es ja sehr viel trockener ist als hier, gibt es auch schon erste Landkreise, die rationieren. Würde ich das gern vertiefen nochmal. Zwei Aspekte. Du hast gesagt, der Staat findet dann im Grunde auch zu seiner Souveränität zurück und ist wirklich Durchsetzungsmacht. Mhm. Und darauf kommt man dann auch wieder, dass man froh ist, dass man den Staat hat. Und du hast gesagt, die Menschen empfinden es als gerecht, wenn die Zuteilung eben nach Gleichheitsprinzipien erfolgt. Und das sind ja zwei starke Punkte. Jetzt mal abgesehen davon, wie das dann auch, wie ambivalent das alles war. Aber daran anknüpfend, würdest du auch sagen, ja, also wenn diese Kämpfe, die du ansprichst, auch dahin gehen, den Staat, also dass wir den Staat, der ja unser Staat sein soll, daran erinnern, an die eigentliche Aufgabe der Rahmensetzung und der Durchsetzungskraft gegen Gewinnmaximierungsinteressen. Doch, da gäbe es ein Potenzial und das wäre auch wichtig für unsere Kämpfe. Und siehst du das auch so, dass durchaus in der Rationierung auch spricht ja auch sehr stark für den Menschen, dass Menschen sowas annehmen und auch Opfer annehmen, auch Verzicht annehmen, wenn er gerecht ist. Also erstmal finde ich das einen interessanten Vorschlag von Ulrike und ich habe mich nur gefragt, du sagst ja eine demokratische, private Planwirtschaft und da bleibt das Private und du gehst nicht darauf ein und das wäre natürlich wichtig, wenn wir das weiterdenken, wo werden die Profite gemacht und ich kenne das von US-Studien in der Kriegszeit, nicht von britischen Studien, da sind enorme Profite gemacht worden, da hat ja auch die US-Regierung Vorgaben gegeben, dass ganz schnell Kriegsgerät produziert wird, aber eben mit enormen Profiten. Und da wäre ich wieder bei der Machtfrage, wer steigt da stärker aus? Das wäre eine Rückfrage nochmal historisch, aber es ist nicht irrelevant. Und das Zweite wäre, der Staat ist natürlich, hat enorme Ressourcen, legale Ressourcen, rechtliche Ressourcen, materielle Ressourcen, Anerkennungsressourcen. Und der Staat hat natürlich die Bestimmung, in Krisen zu intervenieren. Und dann ist ein Rationierungsbeispiel von Wasser eines, was ganz eingängig ist. Aber die zwei letzten großen Kriseninterventionen des Staates
nämlich die Wirtschaftskrise 2008, 2009 und die Corona-Krise, haben doch auch die Reichen reichen, haben doch auch die, also wenn das, das ist ja der, deshalb haben wir so angefangen, das ist mein Kapitalismusbegriff. Eine solidarische Gesellschaft kann, muss diese Vermögen, diese Verfügung über die Vermögen grundlegend angreifen. Nicht über Steuern, wichtig genug die Steuern, aber auch die reine Verfügung über das Vermögen. Weil sie sonst sich immer wieder durchsetzen in der Krise. Weil sie sonst eher den Zugriff haben, den Staat, ihre Interessen zu retten. Aber das könnte auf diesem Weg ja auch deutlicher werden, ne? Dass da ein großer Interessenkonflikt ist zwischen den Bürgern in der Gestalt des Staates und diesen kapitalen Interessen. Das könnte man ja ein bisschen in den Kämpfen deutlicher machen. Genau, mein Punkt wäre, dass wir das in den Blick nehmen müssen. Und, und das geht in Ulrikes Überlegung nicht ein, sondern wir müssen immer wieder sagen, der Staat ist nicht nur einfach da und interveniert in Krisen, aber er interveniert ja nicht nur in Krisen, sondern er macht ja die Gesellschaft weiter. Und da wäre mein Argument, da gibt es ein viel größeres Lobbyohr zu den starken Kapitalinteressen. Da gibt es ein Mittel, keine drei Ohren, das ist ein blödes Bild, ein Ohr zu den organisierten starken Interessen von Gewerkschaften, von Sozialverbänden und ein relativ schwaches Ohr beispielsweise zu den wirklichen Klimainteressen, die sich über die letzte Generation und anderes äußern. Da ist gar kein Ohr, ein ganz geringes Ohr. Also da müssen wir sozusagen den Staat renovieren über Auseinandersetzung. Aber das war vorhin mein Argument, das sind komplexere Prozesse als nur den Staat zu vertrauen. So wichtig er ist, ich bin der Letzte, der sagt, der Staat ist nicht wichtig, aber der Staat ist erstmal ein kapitalistischer Staat, der in Krisen interveniert und dann zu fragen, für wen interveniert er? Und bei Rationierungsfragen wird auch die Frage sein, ob es dann doch irgendwelche Ausweichmechanismen gibt, wo wir dann pochen müssen, dass es dann einigermaßen gerecht ist. Also mein Punkt, nicht zu viel Vertrauen, dass der Staat so eine Art Rationalität in die Krise hat, sondern die Kämpfe bleiben heftig. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Ja, ich finde das, da muss ich jetzt mal sagen, das ist sicher ein ganz großer Dissens zwischen uns. Ich finde das wahnsinnig gefährlich, unseren Staat als kapitalistischen Staat zu beschreiben und nicht als demokratischen Staat. Weil dahinter steht dann diese Idee, eigentlich haben wir gar keine Demokratie, eigentlich regieren da irgendwelche Eliten, Kapitalinteressen. Und Lobbyisten. Und das ist, damit will ich jetzt Uli Brandt überhaupt nicht kritisieren, aber das muss ich jetzt mal hier beschreibend sagen. Das ist nicht mehr weit von dem, was die AfD sagt. Und ich glaube, nein, das muss man ernst nehmen. Als es die AfD noch nicht gab, konnte man viel sagen, was heute gefährlich ist. Man muss den Kontext sehen, in dem man seinen Text sendet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Demokratie zu verteidigen. Und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, festzustellen, dass wenn es sehr seltsame Verteilungsmechanismen gibt, da würde ich ja sogar Uli Brandt recht geben, das liegt nicht an Kapitalinteressen, sondern das liegt an den Wählern. Und ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, das Sie alle kennen. Die Wärmepumpe. Ja? Es ist aus meiner Sicht völliger Unsinn, dass jetzt jeder für seine Wärmepumpe 40-50% Erstattung kriegt, weil das kriegen dann ja auch die Villenbesitzer. Ja, das ist Quatsch, Reiche zu fördern. Aber das zeigen alle Umfragen und deswegen machen es dann am Ende auch die Grünen. Ja? Die Wähler wollen das so. Die Gießkanne ist das Prinzip in Deutschland, das am populärsten ist. So, und dann profitieren immer die Reichen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, das sind keine unbekannten Kapitalinteressen, aber, sondern das sind die Wähler, die so ticken. Aber wie siehst du denn zum Beispiel die Rolle des Automobillobbyismus, wann immer es versucht wurde, im Rahmen der Europäischen Union etwas Fortschrittliches auf den Weg zu bringen, wurde es von der Lobbyarbeit der Automobilindustrie verhindert und nicht von den Wählern? Nee, die Lobbyindustrie ist auch die IG Metall, ja? Das will ich mal ganz deutlich sagen. Ich glaube, da würde Uli dir auch... Ja, genau, aber das halte ich für wichtig, dass man da nicht immer sagt, nicht immer so tut, als würden hier tatsächlich nur 1% regieren, sondern da machen alle ordentlich mit. Ne? Aber den Lobbyismus siehst du schon als Problem, also jetzt so im weitesten Sinne. Ja, nein, es ist, ich würde niemals als Journalistin sagen, dass es keinen Lobbyismus gibt, weil man ja ständig darüber berichtet. Aber auf der anderen Seite, muss man jetzt mal ernst nehmen, also das ist mir total wichtig, nicht? Das merkt man jetzt auch, dass wir tatsächlich in der Demokratie leben und die Demokratie hat eine Sollbruchstelle, nämlich die Wahl. So, und das meine ich jetzt auch beschreibend und nicht negativ oder wertend.
Für die meisten Bundestagsabgeordneten ist der Platz im Bundestag der beste Job, den sie jemals haben werden. Das heißt, sie wollen ihn wieder haben. Und deswegen ist es für vor allen Dingen die Hinterbänkler total interessant, was die Umfragen sagen. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber jede Partei macht permanent Umfragen, als wären sie Mercedes-Benz, die ein Auto verkaufen wollen, um rauszufinden, was will der Wähler. Der Wähler wird permanent erforscht. Und im Kern ist es so, das ist meine Wahrnehmung von diesem Politikbetrieb, dass im Kern durchaus umgesetzt wird, was die Wähler wollen. Und wenn du so stark, also auch mit gutem Recht, ja. Also du sagst ja im Grunde, du möchtest den Wählern auch mehr zumuten und mehr zutrauen, also vor allen Dingen auch mehr zumuten, ja. An Aufklärung, Engagement und auch Zukunftsverantwortung und Gestaltung. Nee, ich glaube, dass man, weil wir eine Demokratie sind, und zwar eine echte, kann man diesem demokratischen Staat, deswegen ist mir wichtig zu sagen, es ist ein demokratischer Staat, wir leben auch im Kapitalismus, aber es ist kein kapitalistischer Staat, sondern ein demokratischer Staat, kann man dem trauen. So, und jetzt, das will ich einfach nur als Unterschied markieren, so, das ist mir ganz wichtig. Ja, aber darf ich doch trotzdem noch mal... Achso, da war aber eine Frage, wer macht die Profite? Die war ja noch sehr interessant. Okay, ja. Aber ja. Wenn du jetzt diese Folgerung, dass du auch die Wähler stärker in die Verantwortung nimmst, aber was heißt das jetzt in der Konsequenz für dich? Also Nee, das heißt für mich in der Konsequenz, also für mich ist es so, dass in unserer Gesellschaft nicht die Parteien führen, sondern die folgen den Wählern. Und wenn man jetzt eine Veränderung erreichen will, und ich will ja erreichen, dass alle finden, dass das grüne Schrumpfen wichtig ist, dann muss man die Wähler überzeugen, nicht die Parteien. Ich glaube, da würde der Uli dir auch zustimmen. Da sind wir uns ja wieder einig. Ich will noch mal kurz auf dieses, also der Begriff des demokratischen Kapitalismus kommt von... Demokratischer Staat. Demokratischer Kapitalismus kommt von Klaus Offe aus den 70er Jahren, wo er beschreibt, dass der Staat, ich sage jetzt mal der moderne Staat, in einem, ich will es nicht akademisch machen, ich halte es für jetzt wichtig als Differenz. Der Staat für Offe hat sozusagen zwei Richtungen, in der gezogen wird. Er nannte das sozusagen die Akkumulation zu bedienen, also dass der Laden läuft, und die demokratische Legitimität. Darin ist der Staat eingeklemmt. Und das kann man bis heute ein Stück weit sehen. Ich würde auch sagen, wir leben in einer liberalen Demokratie. Aber kapitalistischer Staat ist ein Begriff, um zu zeigen, dass der Staat, ich habe das schon gesagt, eng mit der Ökonomie verwandelt ist und dass es in einer liberalen Demokratie im Unterschied zu einer wir haben auch soziale Elemente, aber zu einer nicht kapitalistischen Demokratie, ist eben ein zentraler Bereich, der unsere Gesellschaft gestaltet, nicht der Demokratie oder sehr begrenzt der Demokratie unterworfen, nämlich der Betrieb, die Produktionseinheiten. Ja, wir haben natürlich Betriebsräte, wir haben Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, aber da herrschen die Vermögensbesitzer. Die sagen, wo investiert wird. Die sagen, wie der Produktionsprozess produziert wird. Und das hat dann politische Auswirkungen. Wir hatten Stichwort Lobby oder wie wir es auch fassen. Den anderen Punkt, den Ulrike stark macht, den teile ich ja. Ich habe ja auch gesagt, wir müssen im Vorfeld schauen, wie Gesellschaft, warum machen wir so Veranstaltungen? Warum machen wir diese Klärungsprozesse? Wo kann sich in der Gesellschaft was bewegen, dass sich Politik auch verändert? Allerdings würde ich einen Schritt weitergehen. Du bist natürlich viel stärker am Politikbetrieb dran. Aber ich finde schon, dass eine mutige Politik, die Einsicht in die Probleme hat, und das unterstelle ich grünen Regierungspartnerinnen, auch in Österreich haben wir eine schwarz-grüne Regierung, dass sie ein Zeitfenster haben am Anfang einer Regierungsübernahme, wo sie schon mehr machen können. Und das kann man in Österreich sehr gut zeigen, das haben sie ziemlich verpeilt. In Deutschland, glaube ich, könnte man das auch ungefähr. Aber das hat ja einen Grund. Und das liegt daran, dass wir erstens die Bundestagswahlen haben und zweitens haben wir dann ständig Landtagswahlen. Und das ist in Österreich auch so. Und dann muss man ja auch die Landtagswahlen gewinnen. Nicht? Also ist man ständig unter Kontrolle des Wahlvolks. Ja, aber ich finde schon, dass ein Tempolimit jetzt hätte durchgekämpft werden können als Symbolik. Und man hätte sagen, wir versuchen es mal in ein Jahr, zwei Jahre. Es gibt ja auch sozusagen, es ist ja auch in der Gesellschaft umstritten, aber mal symbolische Politik zu machen. Wir wissen, das ist klimapolitisch ziemlich relevant, ein Tempolimit. Und da sich auch mal kraftvoller durchzusetzen und dann nicht nur auf die Wählerinnen oder auf die Hinterbänkler zu schauen. Das ist also, politischer Mut, das wäre Mut. Okay, also ich würde jetzt, ich glaube, das ist ausdiskutiert. Wir können ja nicht, das Thema ist ja nicht, dass wir uns immer einig sind. Ne? Aber ich finde ja nochmal ganz interessant die Frage, die Ulrich gestellt hat, oder Uli, nämlich, was ist eigentlich mit den Profiten? Was völlig richtig ist, wenn man jetzt sagt, in der britischen Kriegswirtschaft oder noch extremer in der
Kriegswirtschaft der USA. Für die USA war ja der Zweite Weltkrieg ein Konjunkturprogramm. Die sind wahnsinnig gewachsen, fast 100% in nur 6 Jahren. Da haben natürlich alle Profite gemacht, wie bekloppt. Das wäre natürlich jetzt beim grünen Schrumpfen anders. Es ist ja nicht so, dass wir eine Kriegswirtschaft wie im Zweiten Weltkrieg 1:1 kopieren können. Denn das war natürlich im Krieg so, dass alle dachten, okay, wir 5 Jahre, 6 Jahre, berühmter Gürtel enger geschnallt, dann haben wir Hitler besiegt, dann geht's weiter mit dem Kapitalismus, Wachstum, Wohlstand. Das ist ja nicht unsere Perspektive. Wir müssen jetzt auf Dauer schrumpfen. Und wenn man schrumpft, dann ist das Interessante, dass es keine Profite mehr geben kann. Profite gibt es auch nur im klassischen Sinne, wenn es Wachstum gibt. Das, was sich BlackRock vorstellt, so grüne Rendite, nicht? Wir investieren irgendwie in Klimaschutz und dann werden wir reich. Das alles geht nicht mehr, wenn man eine schrumpfende Wirtschaft hat. Aber die Profite werden doch auf der Mikroebene gemacht. Wachstum ist doch eine gesamtgesellschaftliche Größe. Natürlich, und die Unternehmen, es wird ungemütlich für die Unternehmen, für die Kapitalbesitzer. Aber die einzelnen Vermögenden, die kämpfen doch weiter, dass sie Profite machen. Also nimmt die Ausbeutung im Süden zu. Hier gibt es stärkere Kämpfe. Also du verwechselst aus meiner Sicht eine Makroperspektive Wachstum und eine Mikroperspektive der Vermögenden, die Profite machen. Nee, aber jetzt stellt man sich, der Unterschied zwischen Makro und Mikro ist ja nur tatsächlich die Perspektive. Du kannst aber auf der Mikroebene keine Gewinne machen, wenn du insgesamt schrumpfst. Das geht dann nicht mehr. Dann können Einzelne vielleicht noch Gewinne machen, aber die Gesellschaft, die alle Unternehmer können dann keine Gewinne machen. Das geht nicht mehr. Und das hatten wir ja auch schon, dass beispielsweise die Automobilindustrie macht dann gar keine Profite mehr. Das wäre ein völlig anderes System. Da fragen mich Leute dann auch, ja, aber wenn die gar keine richtigen Gewinne mehr machen kann, die Unternehmer, ja, warum sind die dann noch in ihren Fabriken, nicht? Warum machen die das noch? Also beispielsweise, wenn man sich jetzt vorstellt, man schrumpft, stellt fest, Automobilindustrie ist nicht mehr nötig, aber man muss Windräder bauen. Warum sollte dann noch irgendjemand Windräder bauen, wenn man nicht wirkliche Renditen mehr haben kann? Und die Antwort ist wahrscheinlich, weil das immer noch der schickste Job ist. Also man darf sich ja diese Klimakrise nicht harmlos vorstellen. Ich glaube, das machen sich die Leute immer noch nicht klar. Also es wird ja darauf hinauslaufen, beispielsweise, nicht? Man wird nicht mehr diese industrielle Landwirtschaft haben können, weil das die Böden zerstört. Man muss Ökolandbau machen. Aber das ist ja durchaus harte Arbeit. Und dann wird sich ja die Frage stellen, wer ist auf dem Land und wer darf in der Fabrik im Büro sitzen und die Befehle geben. Das wird die Leute motivieren, auch wenn sie gar keine Gewinne mehr machen, ist immer noch besser, als auf dem Land zu schuften. Aber man muss anfangen, sich tatsächlich mal klarzumachen, was diese Klimakrise bedeutet. Zumal man ja nicht erkennen kann, dass im Augenblick irgendjemand sich darauf einlässt. So, das heißt, das wird sich sehr stark und sehr schnell verschärfen. Und mein Punkt ist nur, dass ich das jetzt so deutlich sage, dann ist der Kapitalismus auch zu Ende. Auch die Kapitalinteressen sind dann weg. Sondern man wird mit Kriegswirtschaft und Rationierung weitermachen müssen, weil man sonst das Chaos durch die Klimakrise nicht unter Kontrolle kann. Aber wie kommst du an die Vermögen ran? Wie läuft dieser Prozess der Enteignung, der Entwertung von Vermögen? Das ist doch ein zentraler Punkt. Ja, aber ich glaube, das läuft ganz automatisch, weil ich kann mir vorstellen, dass alle Reichen im Augenblick denken, okay, ich bin reich, die Klimakrise kommt, ich setze mich irgendwo ab, wo es sicher ist. Aber der Witz an einer Klimakrise ist, es gibt keinen sicheren Ort. Das ist genau wie im Krieg. Da ist also die Analogie sehr stark. Und auch im Krieg konnten sich die Reichen nicht wirklich entziehen, weil das dann eben eine gesamtgesellschaftliche Katastrophe ist. Und so ist es dann wieder. Und dass Elon Musk darüber nachdenkt, auf den Mars zu fliegen, sagt doch alles. Weil dann Elon Musk hat verstanden, auf der Erde gibt es keinen sicheren Ort für ihn. Aber es gibt trotzdem es gibt relativ dann immer noch den besseren Ort und relativ dann immer noch den besseren Profit Möglichkeit. Das wüsste ich jetzt mal gerne, ganz im Ernst. Wenn wir hier nicht Klimaschutz machen, und dann kann es sein, dass wir bis 2100 6 Grad plus haben. Wo ist da der Ort, wo man sicher ist? Mir fehlt ganz im Ernst die Fantasie. Ich glaube, das Problem ist wirklich auch, dass wir immer noch denken, und das ist ja völlig normal, dass die Vergangenheit Auskunft über die Zukunft gibt. Und das große Problem bei der Klimakrise ist, das stimmt nicht. Weil dass wir schon ganz viel CO2 emittiert haben und die Schäden bisher relativ gering sind, in dem Sinne, dass wir nur plus 1,2 Grad haben, global. Das liegt daran, dass bisher die Ozeane als Puffer fungiert haben. Die haben große Teile der Wärme und große Teile des CO2s aufgenommen.
So, und jetzt sind die Ozeane voll. Und das heißt, wenn wir weiter CO2 emittieren, dann geht das nicht so, sondern geht senkrecht nach oben. Und wir werden 2050 nicht mehr in der gleichen Welt leben wie heute. Das muss einem völlig klar sein. Aber wie so, und, ja, und das hat aber Folgen. Aber wie denken wir den Prozess? Ich stimme dem zu. Wie denken wir den Prozess? Es ist doch keine Einsicht der Vermögenden, zu sagen, oh, 2050 ist nicht mehr so schön, also gebe ich mein Vermögen weg. 2100 gar nicht. Es wird T.C. Boyle, ein Freund der Erde in dem Roman, wo ja diese in Kalifornien widerlich beschrieben wird, ja, wie sich dann doch zu schrecklichen Bedingungen die ganz Reichen doch irgendwie in Kühlräumen so gerettet haben. Aber der Prozess ist doch das Entscheidende. Das meine ich mit der Perspektive von also Kämpfen. Wie denken wir es in 5 Jahren, in 10 Jahren? Die Vermögenden werden nicht sagen, ich lasse mein Vermögen los, damit ich die Klimakrise. Das machen sie ja gerade nicht. Das wissen wir doch. Und, ja, wie nee, aber das? Ich meine, das ist doch, also aus meiner Sicht ist das, man kann jetzt, man muss ja zwei Szenarien unterscheiden, nicht? Also aus, jedenfalls für mich. Das eine ist, wir sagen, es geht nicht, ist auch alles unbequem, wir machen weiter wie bisher, das ist dann, Klimakrise verschärft sich. Das ist das eine Szenario, das andere Szenario ist, davon zu unterscheiden. Wir sehen alle ein, dass die Klimakrise gefährlich ist, wir steigen aus, wir machen jetzt eine Kriegswirtschaft, um auszusteigen. Wenn man jetzt erstmal das zweite Szenario macht, weil dann wird es vielleicht erstmal plastischer, man lässt alles laufen, es ist alles so anstrengend, so, dann hat man eine Klimakrise, die sich wahnsinnig verschärft. Und die wird ja existenziell in vielerlei Hinsicht. Und bleiben wir mal beim Wasser, weil das ist dann, glaube ich, schon mal ein gutes Beispiel. Wasser wird knapp. Jetzt gibt es ja zwei Modelle. Das eine Modell ist zu sagen, okay, es kriegt derjenige das Wasser, der sich das leisten kann. Dann wäre das etwas skurrile Ergebnis, dass die Reichen ihren Pool füllen und die Armen gar kein Trinkwasser mehr haben. Also meine Vermutung wäre, dass das nicht so läuft, weil wir ja aus einer Demokratie kommen, sondern dass dann alle sagen, ja, es tut mir jetzt auch total leid, dass der Reiche einen Pool hat, aber der bleibt jetzt leer. Wir brauchen das jetzt zum Trinken und dann der Rasen kann auch nicht mehr gesprengt werden. Ende der Durchsage. So, wenn Lebensmittel knapp werden, dann wird man auch nicht sagen, das machen wir jetzt alles mit Preisen und dann essen die Reichen weiterhin Lachs, Fleisch und Fisch und alles und der Rest kann gucken, wo er bleibt. Das wird auch rationiert. Und das wird dann für alle so selbstverständlich sein, dass auch für Reiche das selbstverständlich ist. Das ist nämlich der Witz. Das ist jetzt auch eine sehr interessante Forschung. Man hat geguckt, wann zahlen Reiche hohe Steuern? Und dann kommt raus, wenn das alle selbstverständlich finden. Dann ist auch für Reiche selbstverständlich, dass sie jetzt Steuern zahlen müssen. Denn es ist ja nicht so, dass der Reiche jetzt nicht Teil der Gesellschaft wäre, sondern irgendwie ist er da doch Teil des Ganzen. So, und dann ändert sich der Konsens, weil sich die realen Wirtschaftsbedingungen total ändern. Aber die Reichen haben doch, mit den Steuern, das ist mir einleuchtend, aber die Reichen haben doch Vermögen und die Reichen, also du beschreibst ein Ziel, was ich total spannend finde, nämlich Rationierung, bin ich völlig d'accord. Aber den Weg dahin, das ist mir nicht einleuchtend. Du benutzt wie wir die also Reichen sogar das Wort dazu, automatisch. Also die werden ja, praktisch automatisch. Wie wir die Reichen dazu kriegen, enteignet, dass sie abgeben. Nee, also wenn man ja das die also was wo ich jetzt völlig d'accord bin, ist dass das automatisch bezieht sich auf die reine Logik des Prozesses. Also meine ich aber nicht politisch. Also das muss einem klar sein, dass das glaube ich das was dann auch Uli immer herausstellen will und das stimmt. Wenn man grüne Schrumpfen so organisiert, wie ich mir das vorstelle, dass man eben sagt, ganze Branchen müssen eigentlich schließen, dann ist das eine soziale Revolution. Und weil dann eben Leute wie Susanne Klatten plötzlich faktisch, es gibt zwar Privateigentum, aber faktisch ja ihr Geschäftsmodell verlieren. Nur das Interessante, was ich echt interessant finde, ist, dass das eigentlich schon in der Diskussion Standard ist, nur nicht zu Ende gedacht wird. Also zum Beispiel der Weltklimarat, und der ist eigentlich konservativ von der Ausrichtung her, hat ja schon ausgerechnet, dass jeder einzelne Mensch auf der Erde nur 1 Tonne CO2 pro Jahr emittieren darf. So. Und was er aber offenbar der Weltklimarat nicht versteht, ist, das ist Rationierung. Jeder darf 1 Tonne CO2 emittieren. Das ist natürlich für die deutsche Oberschicht, für das oberste 1%, man könnte sagen plakativ die Millionäre, eine echt schlechte Nachricht, weil die emittieren im Augenblick 118 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr, während die untere Hälfte, die ärmeren 50%, emittieren nur 5,9 Tonnen. Das heißt, die Reichen emittieren 20 Mal so viel CO2 wie die Ärmeren. Da sieht man aber auch, Klimaschutz wird nur was, wenn die Reichen mitmachen. Also es hat sich eigentlich deiner Meinung nach schon erfreulicherweise als fast Selbstverständlichkeit
im Diskurs eingenistet oder niedergelassen, dass wir rationieren werden oder dass es zum Beispiel im Namen der Klimagerechtigkeit so ist, dass jeder Mensch auf der Erde so und so viel Anspruch hat. Ja, genau. Das wird selbstverständlich. Diese Debatte, das findet jeder normal. Ja, und dann könnte es also sein, dass dann doch relativ schnell auch ein positiver Kipppunkt entsteht, dass uns dann plötzlich klar ist, ja klar, brauchen wir den Staat zum Rationieren? Und klar, na klar, muss das nach anderen Kriterien verlaufen. Und deswegen jetzt zum Schluss, bevor wir jetzt öffnen ins Publikum nochmal, also es ist ja klar, wir brauchen dann doch den Staat in seiner positiven Funktion als Souverän, der die Interessen der Bürger und die allgemeinen Interessen vertritt. Und auseinander geht ihr nur insofern, als du dir dann erhoffst, dass daraus Zeitfenster entstehen für eine genossenschaftliche, solidarische Organisation der Wirtschaft. Und du denkst halt, dass dann doch die Privatwirtschaft weiterhin ihren Raum behalten wird. Ich habe nichts gegen Genossenschaften, aber das ist für mich nachrangig. Nachrangig, aber du denkst ja auch an eine, nicht nur an Genossenschaften, sondern an Vergesellschaftungsperspektiven. Na, ich würde sagen, wenn wir die radikale Transformation, wie sie völlig richtig beschrieben wird, erreichen wollen, dann sind wir eben auch bei Machtfragen, was wir jetzt andiskutiert haben. Und Macht in dieser Gesellschaft ist sehr stark Vermögen und die Verfügung über Produktionsmittel, über Investitionen. Und da müssen wir ran. Vielleicht ein zweiter Punkt. Wir sind uns vielleicht einig, sonst wären Sie auch nicht bei der Veranstaltung, dass wir dieses Rationierungsargument ernst nehmen müssen. Aber ich denke, die Fantasie, die gesellschaftliche Fantasie kann sich nicht entwickeln entlang von einer Tonne oder 1,5 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, sondern sie muss sich entwickeln über eine gesellschaftliche Praxis, die das ermöglicht. Unser Argument ist ja immer, die Alternative zur imperialen Lebensweise ist nicht die imperiale Lebensweise zu leben, sondern die imperiale Lebensweise nicht leben zu müssen. Das heißt, Infrastrukturen umbauen, Verkehrssysteme umbauen, Ernährungssysteme umbauen, Steuersysteme umbauen. Aber ich glaube, wir werden doch keine Einsicht kriegen. Ich bin dauernd auf meinem CO2-Ticker, den habe ich hier auf der Uhr noch, und sage, 2,3 Tonnen, nächstes Jahr 2,2 Tonnen. Sondern wie kann ich attraktiv und gut leben, rationiert, mit einem selbstverständlich von Rationierung, das kann ich mir vorstellen. Aber wir müssen die Gesellschaft in den Angebotsstrukturen umbauen, in den Infrastrukturen und alles, damit es auch gelebt werden kann. Das ist am Ende gar keine Differenz wahrscheinlich, aber es ist eine politische Perspektive, dass das gute Leben ermöglicht werden muss und dass wir nicht in die Falle gehen, zu sagen, das ist gar nicht Ulrikes Argument, wir orientieren uns nur noch an CO2-Emissionszahlen. Das ist nicht das Argument. Ja. Ich fände jetzt einen guten Zeitpunkt, die Diskussion zu öffnen. Es ist erstmal so ganz toll, dass alle wirklich so still und konzentriert zugehört haben. Das ist euch zu verdanken. Vielen Dank schon mal dafür. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Fenster auf, während ihr euch überlegt, was ihr sagen wollt. Ich möchte euch ausdrücklich auch einladen, Anmerkungen zu machen. Die beiden sind ja auch froh, wenn sie mit etwas nach Hause gehen, was sie lernen oder mitnehmen können. Und nicht nur Fragen zu stellen. Ich würde das jetzt relativ locker machen. Also jetzt nicht immer 3, 3, 3, sondern ihr kommt nach vorne. Wir müssen das aus aufnahmetechnischen Gründen hier vorne. Wo sind nochmal die? Ja, und hinten. Hier ist ein Mikrofon und hinten ist ein Mikrofon. Und ich bitte einfach dann auch, ja, also die jetzt auf keinen Fall gefilmt werden wollen, das ist natürlich dann blöd. Die müssten dann vielleicht doch ja auf ihre Frage verzichten oder ich weiß nicht. Also wäre dann einfach sehr kompliziert. Ich bitte euch einfach auch damit einverstanden zu sein, dass das aufgezeichnet wird. Und die einen, oder ihr könnt mir hinterher sagen, was wir rausschneiden müssen, aus welchen Gründen. Das eine Mikrofon ist hinten, das andere ist hier vorne. Ich würde relativ locker einfach immer so 3 bis 5 Anmerkungen oder Fragen so durchlaufen lassen. Und ihr fühlt euch frei, auf welche ihr antworten wollt und auf welche Anmerkungen wir hier noch oben eingehen. Wir müssen ja nicht auf jede eingehen. Manche sind ja auch einfach nur etwas, was euch mitgegeben werden soll. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen. Und während ihr jetzt hier nach vorne kommt, würde ich gerne noch ein Zitat vorlesen. Also aus deinem Buch, was ich sehr schön finde. Eine ökologische Kreislaufwirtschaft kann schön sein. Sie würde alles bieten, was ein gelungenes Leben ausmacht. Anregung, Abwechslung, Erkenntnis, Austausch, Freundschaft, Liebe, Anerkennung, Spaß, Genuss, Entspannung, Spiel und Sport. Aber auch Sicherheit, Mobilität, Pflege, Arbeit und Erfüllung. Und ich würde noch hinzusetzen, interessante politische Arbeit, weil wir ja dann wieder stärkere Wähler und politisch aktive Menschen sind. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen.
wenn ihr euch einfach in der Schlange, also ich werde jetzt hier keine Rednerliste machen, sondern einfach die Menschen zu Wort kommen lassen, die an dem Mikrofon stehen. Die, die den längsten Weg haben, haben einen kleinen Nachteil. Aber okay. Also eins kam gar nicht zur Sprache. Du bist schon, ja, du hattest jetzt den kürzesten Weg, wunderbar, da bist du gleich als Erster dran. Du hast das Wort. Es kam ein Thema von beiden Seiten gar nicht zur Sprache, nämlich die Frage, inwieweit der kapitalistische Reichtum des Nordens zustande kommt durch die Ausbeutung der restlichen Welt. Es ist jetzt gerade ein Buch erschienen, das in der Süddeutschen, wo der Autor dieses Buches interviewt worden ist, der behauptet, dass der Reichtum des Westens auf der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents beruht. Es hat in den 70er Jahren darüber in der sogenannten Interdependenzforschung, die haben sich mit dieser Frage ausgiebig beschäftigt, aber das Thema ist anscheinend wieder tabu. Ja, jetzt haben wir ja gerade einen Vertreter auch dieses Aspekts hier sitzen. Danke, dass du nochmal daran erinnerst. Ich habe hier eine 1-Minuten-Sanduhr, also so eine sanfte Sanduhr, wenn ihr euch ein bisschen daran orientiert in eurer Anmerkung. Und ich wechsle jetzt zum anderen Mikrofon. Uli Mössner, du hast das Wort. Ja, also, ist das an? Ja. Ja. Ich fand das Buch wirklich sehr notwendig und wichtig. Eins ist ja klar geworden dabei, wenn wir die Klimakrise retten wollen, brauchen wir starke ökologische Ziele. Und zweitens, diese Ziele müssen sozial umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen eine ökosoziale Wirtschaft. Dein Credo ist ja, es soll noch private geben. Da wäre dann wahrscheinlich auch noch eine Marktwirtschaft da, aber unter starker staatlicher Planung und Rationierung. Soweit klar, ne? Das Blöde ist, dass unsere Tausende von Ökonomen sich nicht mit einer Wirtschaft beschäftigen, die ohne Wachstum auskommt. Deshalb ist das einzige Beispiel, das du gefunden hast in deinem Buch, eine Kriegswirtschaft mit Essensmarken, mit Kleidermarken und allem drum und dran. Also all die Dinge, die kein Mensch bei uns will. Und wenn wir einen Staat haben wollen, der diesen Übergang einleitet, dann müssen wir natürlich auch attraktive Modelle haben. Und das sind mit Sicherheit keine attraktiven Modelle, sondern da müssen wir uns ganz andere einfallen. Hast du eine Idee? Hast du einen Vorschlag? Also ich sage mal, statt Essensmarken, die wir mit Sicherheit wohl nicht brauchen werden, finde ich ein CO2-Budget, das von heute 10 Tonnen auf in 25 Jahren eine Tonne runtergefahren wird, ein viel besseres Modell als Essensmarken, weil dann kann jeder entscheiden, was will ich mit meinem CO2-Budget machen, und jeder selber weiß, was ihn in 10 Jahren dabei erwartet, aber die Industrie, die Unternehmen wissen es auch. Okay. Das wäre ein ganz klarer Rahmen. Ja. Also jeder hat sozusagen 1000 Punkte und kann aber selber entscheiden, wie er die einsetzt. Danke. Und dann wieder hier. Ja, also Mikro an. Okay, gut. Jetzt haben wir noch einen möglicherweise attraktiveren Vorschlag gehört, wie wir die Zukunft bewältigen können. Wir haben von Ulrike Herrmann einen Vorschlag bekommen, der ganz plausibel ist, wie der Staat handeln könnte. Das Problem ist nur, und dann bin ich da beim Uli Brandt, wie kommen wir dahin? Und das sieht alles so glatt aus, als wären die Staatslenker vernünftige Menschen und als wären die Bürger auch vernünftige Bürger, die das alles wollen. Und zuvor hatten Sie ja auch gesagt, nee, die Wähler sind einfach zu doof. Wie kommt das, dass sie zu doof sind? Und ich glaube, hier ist eine Verbindung, dass wir zwar eine Demokratie haben, aber über die ungleiche Vermögensverteilung einfach verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme auf die öffentliche Willensbildung. Und solange das nicht, und da schließt sich der Kreis. Also da meine ich, müssen wir eben doch
diesen Aspekt der derzeitigen Machtverhältnisse zumindest ins Visier nehmen und daran insofern was ändern, oder dass wir überhaupt vernünftig handeln können. Insofern geht es nicht um entweder oder, sondern das Ziel, wenn ich das jetzt mal nehme von Ulrike Herrmann, okay, vielleicht gibt es noch attraktivere, aber ist immerhin mal eins, wie kommen wir dahin? Und dafür müssen wir kämpfen. Und wir müssen auch kämpfen gegen die Leute, die immer noch meinen, es gibt vielleicht doch einen schöneren Platz auf der Welt, wo ich mich hinretten kann. Auch wenn das wirklich nicht ist. Aber die halten an dem Bestehenden fest. Dankeschön. Ja, wir waren uns, glaube ich, einig, dass wir einen Umbau der gesamten Wirtschaft brauchen in Richtung ökologisch sinnvoller Produkte und dass das wahrscheinlich mit viel weniger Arbeitszeit volkswirtschaftlich oder sogar auch global einhergehen wird. Und dann war die Frage, was passiert mit den Menschen, die heute so viel arbeiten, wie sie arbeiten? Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur eine Antwort drauf. Wir müssen die Arbeitszeit verkürzen. Wir müssen in dem Rahmen, wo Leute freigesetzt werden würden, permanent Arbeitszeit verkürzen in so Größenordnungen wie jedes Jahr eine Stunde oder jedes zweite Jahr eine Stunde. Also zum Glück hat ja die IG Metall wieder angefangen zu fordern, 4-Tage-Woche, nicht nur mit 32 Stunden im Stahlbereich. Bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Aber diese Debatte Arbeitszeit verkürzen, so, ja, bis alle Arbeit haben, die müsste wieder verstärkt geführt werden, auch unter diesem ökologischen Aspekt. Wobei Ulrike gleich auch noch mal ausführen wird, es wird sehr viel zu tun geben in einer Ökologisierung. Und also insofern, da wirst du sicher noch gerne was dazu sagen. Wieder hier, bitte. Ja, aber wollen wir nicht mal die... Doch, aber... Fragen das, nein, nein, ich, die vergessen ja wir mit, nicht. Wir schreiben ja mit. Ich möchte nur jetzt, aber jetzt den neuen Kollegen möchte ich dann nicht, oder die neue Kollegin. Ich möchte nur die drei, die jetzt schon so lange dagestanden haben, noch dran nehmen und dann eine Pause machen und dann eine zweite Runde. Bitte. Ja, ich denke, dass alle, die heute hier sind, das Gefühl haben, solche Diskussionen müssen wir öfter haben, weil sowas in der Allgemeinheit nicht diskutiert wird. Ich gehöre zu den Organisatoren dieser Veranstaltung. Und wir haben natürlich die Presse informiert und wir haben 4 Plätze freigelassen für die Presse. Wissen Sie, wer da ist? Keine von der Süddeutschen Zeitung, keiner vom Bayerischen Rundfunk, die Bauernstimme aus Nordrhein-Westfalen. Da ist ein Kollege gekommen. Das ist ein erfreuliches Zeichen für die Bauernstimme. Aber es ist doch fatal für das, was in einer Großstadt wie München, einer Millionenstadt, passiert. Ja, das wird einfach ignoriert. Liebe Ulrike, ich muss dir doch aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen widersprechen, was dein Lob des Kapitalismus angeht. Ich habe, das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich 9 Jahre in Afrika gearbeitet habe und du wohnst in Berlin. Wir wohnen hier in München. Berlin ist eine imposante Großstadt, die gäbe es doch gar nicht ohne den deutschen Kolonialismus. Da stimmst du wahrscheinlich zu. Nein, ganz deutlich nein. Nein? Da bin ich aber sehr gespannt. Da freue ich mich auf deine Antwort. Gut. Jetzt will ich aber sagen, viele Menschen hier denken, der Kolonialismus ist vorbei. Ist er ja auch, der reine Kolonialismus. Aber wir haben doch eine Form von, wie soll man es sagen, Neokolonialismus. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Du stehst ja den Grünen nahe. Die Grünen waren als Oppositionspartei immer gegen das TTIP-Abkommen mit den USA, was durch Trump gestorben ist. Und dann waren sie gegen das CETA-Abkommen. Jetzt sind sie plötzlich dafür. Was ich sagen will, ist, dass eine imperialistisch inspirierte Politik weitergeht. Die ist ja nicht zum Stillstand gekommen. Die Ausbeutung Afrikas geht doch weiter Tag für Tag. Dem werden diese Abkommen aufgezwungen. Ja, das kann man zum Teil nachlesen, wie das passiert ist.
Also da würde ich gerne von dir etwas zu hören, dass diese Ausbeutung, die ja Teil des Kapitalismus, kann man doch gar nicht trennen voneinander. Meines Erachtens geht sie in anderen Formen weiter, aber in Wirklichkeit ungebrochen. Dankeschön. Noch einmal noch hier und hier und dann würde ich gerne eine Pause machen und hier aufs Podium zurückkehren. Bitte. Entschuldigung, Uta. Ja, ich wollte nur Folgendes sagen. Also es gab ja schon mal vor 30 Jahren gab es eine tolle Veranstaltung, also das ist nicht Veranstaltung, sondern von Rio praktisch das Abkommen von Rio. Und da muss ich sagen, das Agenda 21. Und das war eine tolle Sache, wo auch Deutschland und viele zugestimmt hatten. Und wenn man das gelesen hatte, ich weiß das nur deswegen, weil ich selber sehr aktiv war in einer Gruppe, wo wir bis heute noch Sachen machen in dieser Richtung, wo auch in Deutschland in den Gemeinden von unten her und auf Deutsch, eigentlich weltweit von unten her das aufgegriffen wird, dass praktisch, wie kann man es schaffen, dass von unten her eben nicht so dieser Verbrauch der ist. Und da gibt es viele Aktionen, ob das jetzt nun, dass wir hier Busverbindungen gemacht haben, dass wir hier praktisch da viele Sachen, und da gibt es richtig eine, ich weiß nicht, wer es alles kennt, aber da gibt es wirklich tolle Aufzeichnungen, wie man dahin kommen kann. Und es wurde sabotiert, zum Beispiel, und die Regionalität wurde damals sehr gefördert. Und auch Europa ging in diese Richtung. Das hieß dann Europa der Regionen. Und dann mit einmal hieß es, es muss das Wachstum muss sein und Wettbewerbs. Es ist eigentlich umgedreht worden. Und diese Sachen, die ja die ganzen Länder unterschrieben hat, wenn man sich da wieder dran hält, dann könnte man wirklich viel machen. Ob das wirklich von unten her, und da ist auch vieles bereit, was gemacht worden ist. Und da denke ich, auch die Firmen haben damals mitgemacht. Also da ist man in die Firmen gegangen und haben gesagt, wie könnt ihr praktisch CO2 reduzieren? Wie könnt ihr das alles machen? Und die haben zum Teil mitgemacht. Und das ist irgendwie alles platt geworden. Und da denke ich, wenn man da noch wieder drauf schaut, wäre vieles in diese Richtung mit Steuern, könnte man da viel steuern. Ja, danke. Es erinnert mich an einen Satz von Eva von Redeker. Wir machen ja eigentlich schon, es gäbe schon so viel Richtiges und wir machen ja auch so viel richtig in unserem Alltag. Ihr müsst nur aus dem Weg gehen. Also an die Kapitalisten gewendet. Ja, jetzt noch eine Äußerung und dann wieder. Hallo. Ja, ich würde gerne was fragen. Und zwar fand ich das super interessant über das grüne Schrumpfen. Ich habe da nur eine Frage ist mir aufgekommen, und zwar haben Sie das so beschrieben in dem Buch, dass quasi wir viele demokratische Werte quasi durch den Wohlstand, den wir quasi genießen, in Bezug zum Kapitalismus genau erreicht haben, auch viele Sachen in Bezug wie Gleichberechtigung. Und dann im Fall des grünen Schrumpfens, also habe ich so eine intuitive Angst, so wie es so im politischen und sozialen System quasi so funktionieren kann und wir nicht quasi Leute quasi manipuliert werden in andere politische Richtungen und wir quasi in einem ganz schlimmen System so landen, ne? Wie wir es ja irgendwie oft erlebt haben. Genau. Das finde ich cool und ich würde auch noch fragen, quasi mit dem grünen Schrumpf, ne, wie das dann quasi aussieht, für den globalen Süden und quasi auch so Entwicklungsgerechtigkeit, weil als im deutschen Konzept kann ich mir, also keine Ahnung, kann man sich das irgendwie vorstellen, aber wie das dann quasi weltweit aussieht, genau, da wäre noch ein großes Fragezeichen für mich. Ja. Genau. Der globale Süden, danke. Damit ist auch der Anschluss zu der ersten Frage nach dem globalen Süden nochmal geschaffen. Wir haben jetzt doch mehrere Stichworte. Bitte? Sie noch annehmen und dann. Ja, gut, wenn das jetzt wirklich. Aber es sind ja. Okay, dann nehmen wir Sie noch dran, weil dann vielleicht tatsächlich auch das Ende des Abends. Okay. Ja. Bitteschön. Danke. Ich wollte noch eine ganz kurze Frage in die Richtung globales Süd machen und was noch der Rolle sein sollte. Also, ich bin ein bisschen der Meinung, heutzutage in der kosmopolitanen Welt, wie wir leben, wo alles sehr verbindlich ist, man muss auch damit zurechnen, was für eine Rolle andere Länder machen könnten und spielen sollten, unabhängig
oder in Kooperation hoffentlich mit Deutschland und der West. Ne? Und meine Frage ein bisschen ist, wie können solche Länder wie zum Beispiel Kolumbien, wo es ein kapitalistisches System gibt, aber ganz durchheftiges politisches Unruhe seit Generationen gibt, wie können man zu solchen Ländern gehen und sagen, ja, jetzt schrumpfen wir die Ökonomie, jetzt ihr dürft gar nichts mehr gewinnen und diese Person, die ihr ganzes Leben und viel, also wirklich seit hunderte Jahren erwartet haben, dieses Wachstum, jetzt, sie haben das gar nicht gekriegt. Ich denke, das ist politisch fast unmöglich. Und ich würde gerne wissen, was ihr noch für Ideen haben, weil wir als junge Menschen, das sind richtige Angst. Also was machen wir noch mit dieser Welt? Und zusammen in Kooperation und nicht nur so wie, ja okay, Deutschland, wir haben schon etwas, wir können jeder noch ein bisschen mit weniger leben, aber wir haben noch damit nie damit gelebt. Also das ist schwierig, finde ich. Das war's. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem globalen Süden an und mit der sehr berechtigten Frage, dass natürlich Menschen weltweit sagen, ja, auf den Lebensstandard von 1974 kämen wir auch erstmal gern. Mit dem globalen Süden, vielleicht fängst du auch mit dem globalen Süden an, weil es ja auch vor allen Dingen dein Thema ist, aber du willst natürlich sicher auch dazu noch. Okay, für dich. Ja, natürlich. Also ich sage dann auch. Wir haben da eine sehr konträre Position, aber ja, ich glaube, genau. Das ist für den Schluss sehr, sehr gut und sehr geeignet. drei kleine Punkte und dann würde ich auf diese Nord-Süd-Frage eingehen. Das erste ist, dass die Bauernstimme da ist, ist sehr schön. Jemand von der Bauernstimme ist ein sehr gutes Interview mit Ulrike Herrmann. Ich weiß nicht, ob es online verfügbar ist, sehr lesenswert. Es wurde ja kritisiert, es ist ja auch da in eines deiner letzten Kapitel, die Ökonominnen oder Ökonomenzunft hat weitgehend versagt. Ja, aber es gibt ja schon jetzt seit 15 Jahren eine sehr interessante Forschung unter dem Stichwort Degrowth, Postwachstum, wo sich ja vor allem Ökonomen beteiligen. Jason Hickel beispielsweise, hier im Münchner Ökom Verlag erschienen, Weniger ist mehr, war ja ein Bestseller, viele Sprachen, wo das nochmal sozusagen genauer konturiert wird. Was heißt dieses Degrowth? Ich gehe ganz am Ende auch darauf ein, wo ich den Unterschied sehe zwischen Degrowth und grünem Schrumpfen. Und dann der Punkt mit dem CO2-Budget, das war ja eine der ersten Bemerkungen, wenn wir alle das CO2-Budget hätten von einer Tonne pro Jahr, das wäre vielleicht der Weg, da wäre ich skeptisch. Aber ich habe das vorhin auch argumentiert, wir werden nicht uns selber binden, ich finde es jetzt super, nur noch eine Tonne CO2 zu emittieren, sondern wir müssen die Bedingungen schaffen, dass wir so leben können. Und da müssen wir uns auch einschränken. Also Bedingungen heißt auch die subjektiven Bedingungen, aber wir werden nicht immer nur auf die Uhr oder auf den Messer, auf die Messstation schauen. So, jetzt Imperialismus, Kolonialismus. Ulrike wird das gleich sehr zurückweisen. Oder Ulrikes Argument ist in einer Tradition von John Hobson, es gab ja vor 100 Jahren eine sehr intensive Imperialismusdebatte, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, Lenin selber, viele andere. Und 1902 hat John Hobson, ein eher liberaler Sozialreformer, ein Brite, hat argumentiert, hören wir mal auf mit dem Kolonialismus. Also kein Marxist, die Debatte war weitgehend marxistisch. Hören wir auf mit dem Kolonialismus, weil er ist einfach nur kostspielig. Es ist viel besser, nicht Indien zu beherrschen, sondern das Geld in England für die Arbeiterinnen und Arbeiter einzusetzen. Das war sein Kernargument. Ulrike wird gleich in die ähnliche Richtung. Das stimmt, dass lange Zeit eher Luxusgüter aus dem globalen Süden, aus den Kolonien in den Norden kam und dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig die globale Ressourcenmaschinerie anläuft. Allerdings bedeutet ja Kolonialismus, der losging, also schon länger British Empire, aber sozusagen kolonialer Imperialismus ging ja vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts los. Es war schon eine kapitalistische Krisenstrategie, zu sagen, die Kolonien, da gibt es Kapitalexport, es gibt Investitionen in Kolonien, es werden neue Absatzmärkte erschlossen. Und Kolonialismus, vielleicht haben Sie schon den Film Der vermessene Mensch gesehen, wenn nicht, schauen Sie ihn sich an, der ist unglaublich gut. Kolonialismus ist ja nicht nur ein ökonomisches Verhältnis. Kolonialismus bedeutet Rassismus, bedeutet sich selber ins Bessere setzen. Ne? Die berühmten Weltschauen in Berlin, in Wien, wo ja dann Menschen mit dunkler Hautfarbe, am besten noch Indigene, wie im Zirkus ausgestellt wurden, um Überlegenheitsgefühl zu schaffen. Also ich würde Kolonialismus nicht nur auf das Ökonomische reduzieren, sondern da gibt es ein ökonomisches Moment, ne? Investitionen im Ausland, Absatzmärkte, aber auch Ressourcen herzubekommen, sondern es waren erstmal
expansive Strategien, die durchaus sozusagen von Kapitalismus gefördert wurden. Der berühmte Spruch von Außenminister von Bülow, Deutsches Reich, wir sind die Nachzügler, des Nachzüglern, wir brauchen den Platz an der Sonne. Das war ja die berühmte Aussage, wir müssen jetzt auch Kolonien erschließen. Also mein Punkt wäre, in Vorbereitung auf Ulrike, Kapitalismus und Imperialismus und Militarismus und Nationalismus und Rassismus hängen eng zusammen. Und wir können eben nicht schön sagen, hier ist das kapitalistisch-ökonomische System und der Rest ist irgendwie drumherum. Von Aníbal Quijano, einem peruanischen Soziologen, kommt der Begriff, manche werden ihn kennen, die Kolonialität der Macht. Die Kolonialität der Macht heißt, dass die Arbeitsteilung entlang von Hautfarbe organisiert wird. Das ist ein ziemlich kapitalistisches System, dass die, die eine dunklere Hautfarbe haben, die scheiß Jobs bekommen. Ob Sklaverei oder auch nicht Sklaverei. Sollen wir denn erstmal... Und der zweite Punkt ist, und das zeigen viele Studien, vor allem von Alf Hornburg und anderem, das eine ist ja die Ressourcen, die Rohstoffe, die heute vom globalen Süden in den globalen Norden kommen, die zählen vielleicht gar nicht so viel, weil sie natürlich auch billig sind, cheap nature, billige Natur, aber die Materie, die Masse, die Strukturwirkung auf die Länder des globalen Südens im Neokolonialismus, die sind brutal. Das wäre sozusagen mein Hauptargument und gleich Entgegnung. So, und jetzt mein letzter Punkt, falls wir es dann beenden. Was heißt es für den globalen Süden? Was heißt es für die Aspiration von Milliarden von Menschen, die jetzt sagen, wir arbeiten hart, wir wollen, Wolfgang Sachs, der Entwicklungsforscher, wie im Westen so auf Erden. Ja, wir wollen so leben wie im Norden. Mein Argument ist, mit vielen anderen, ich bin seit 12 Jahren Mitglied einer Forschungsgruppe jenseits von Entwicklung, Masaya del Desarrollo in Lateinamerika. Und das ist für mich der Kern von Degrowth. Und das kann man, glaube ich, gut mit Ulrikes Ansatz kombinieren. Degrowth bedeutet Postwachstum, haben wir hier in dem Buch ausgearbeitet, raus aus den kapitalistischen Wachstumszwängen. Also nicht nur die Größe schrumpfen, das ist Ulrikes Ansatz. Es gibt kapitalistische Wachstumszwänge, die etwas mit Akkumulationsansprüchen, mit Machtverhältnissen, das wir alle hatten. Und mein Argument für Kolumbien oder für andere Länder ist, die Gesellschaft auch in Kolumbien so zu organisieren, dass sie keinen kapitalistischen Wachstumszwang hat, sondern dass es in Kolumbien Wohlstand gibt für die Masse, nicht für die Oberschicht, nicht für die obere Mittelschicht in Bogotá, Barranquilla, Medellín, sondern für die Masse, das ein gutes Leben ermöglicht. Das heißt, nicht nur für den Weltmarkt zu produzieren, die Kohle oder die Früchte, sondern erstmal zu schauen, wie ist denn eine auskömmliche Ökonomie in Kolumbien organisiert, die Wohlstand schafft. Infrastrukturen, Gesundheit, Bildung, Lebensmittel und so weiter. Darf ich da kurz nachfragen, ja. Weil wir jetzt in Kolumbien auch einen sehr fortschrittlichen Hoffnungsträger haben, Petro. Hast du Hoffnung, dass sich dort was fundamental verändert? Ja, also es gibt Ansätze. Wir haben jetzt auch eine Petition, also wir, ist ein großes Netzwerk, zu sagen, dass Gustavo Petro eine Konferenz einberufen soll. Es gibt eine sehr interessante Initiative, die heißt Pacto Ecosocial del Sur, also ein ökosozialer Pakt des Südens, eine völlige Umkehrung mal, die Alternativdiskussion aus dem Süden in die Welt zu transportieren, finden Sie im Internet. Und der Vorschlag wäre, dass in dieser sehr interessanten politischen Konstellation ein Land, das nie eine linke Regierung hatte, immer sehr brutal war, sehr militarisiert, dass da sich jetzt Spielräume öffnen. Das glaube ich schon. Aber ich hoffe, mein Punkt wird klar. Ja, Postwachstum, auch in Kolumbien, wenn es darum geht, die kapitalistischen Verhältnisse zurückzudrängen und Wohlstand anders zu schaffen. Der wird materiell ansteigen, aber eben nicht mehr unter Dominanz der eigenen Oligarchie und der transnationalen Konzerne. Das heißt Wohlstand in Kolumbien und das heißt Postwachstum. Ja, genau, also Uli hat ja schon gesagt, in vielen Punkten sind wir nicht so unbedingt einer Meinung. Ich mache erstmal die Fragen, die nicht mit globalem Süden zu tun hatten, genau wie Uli, mache ich erstmal die anderen Fragen. Die erste Frage war ja dann auch, ja, was ist denn jetzt mit dem CO2-Budget? Ist das nicht ein ganz anderes Instrument als das der britischen Kriegswirtschaft? Da muss ich sagen, nein. Also die Briten waren auch schon sehr kreativ. So ein CO2-Budget wäre ja so eine Art Punktesystem. Und dann kann man irgendwie so seine Punkte verteilen, wie man will. So hat es uns ja auch beschrieben. Und genau das hatten die Briten auch. Nicht für Lebensmittel, aber für Möbel und Kleidung. Da hatte man Punkte und dann konnte man auch gucken, welche Kleider man kauft oder welche Möbel. Das wäre aber faktisch immer noch Rationierung.
Und so, dann war die Frage, wie kann man denn jetzt eigentlich erreichen, dass die Menschen rational sind? Und dann wurde immer noch gesagt, ja, das liegt auch an der Macht der Verleger und der konservativen Medien. Das sehe ich jetzt als jemand, der bei der Taz arbeitet, wirklich anders. Nicht? Also die Taz wird von ihren eigenen Lesern besessen. Wir sind eine Genossenschaft. Aus meiner Sicht ist das so. Jeder in Deutschland hat die freie Wahl, die Taz zu lesen. Keiner zwingt die Leute, die Bild-Zeitung zu kaufen. Leider ist es so, dass sehr viel mehr Leute die Bild-Zeitung kaufen als die Taz. Nicht? Wir haben überhaupt nur 60.000 Leser. So, da würde ich aber jetzt mal denken, das liegt auch an den Lesern, das liegt nicht nur an den Verlegern. Nicht? Oder anders gesagt, die Medien sind ein echter Markt. Es herrscht bei den Medien absoluter und harter Wettbewerb. Und das heißt, jeder guckt auf seine Reichweite. Und das heißt nichts anderes, das muss man jetzt mal so hart sagen, dass die Zeitungen das drucken, was die Leser lesen wollen. Und findest du das denn richtig, dass die Medienlandschaft eine Frage des Marktes ist? Ja, weil das hat ja was mit tatsächlich Freiheit zu tun. Also ich würde behaupten, in Deutschland haben die Leute die Freiheit, die Zeitung zu kaufen, die ihrer eigenen Weltsicht entspricht. Und da muss man jetzt mal zur Kenntnis nehmen oder die Sendung zu gucken, die eigene Weltsicht dann transportieren. Und da muss man dann sagen, dass viele Leute freiwillig Springer-Medien gucken oder lesen. Oder in vielen Bereichen sind die Medien gleichgeschaltet. Da gibt es jetzt unendlich viele medienwissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass in bestimmten Punkten, was Außenpolitik Ukraine anbelangt, die Medien gleichgeschaltet sind. Ihr wisst als eine neue Studie. Also ich würde sagen, die Taz. Harald Welzer. Ja, die kenne ich, die beiden, ja. Geschrieben hat, David Brecht vor der Gewalt, der in der Neuen Rundschau die Behauptung der gleichgeschalteten Medien empirisch genau belegt. Also die Medienfrage, die werden wir noch strittig im Raum stehen lassen. Strittig bleiben, aber ich, wie gesagt, was man sicher jetzt merkt, ist, egal wie man das jetzt sieht, ich bin sehr dagegen, Wähler einfach immer zu Opfern zu erklären und so zu tun, als könnten sie nichts dafür, was sie selber wählen. Also diese, sondern ich glaube, dass man doch, dass das also so ist, dass man akzeptieren muss, dass es auch Leute mit anderen Meinungen gibt, die da selber diese Meinung produziert haben. So, dann war die Frage, ja, wie ist das mit der Arbeitszeit? Kann man nicht einfach die Arbeitszeit verkürzen? Also aus meiner Sicht ist das auch ein Missverständnis. Also wir werden künftig sehr viel Arbeit haben. Also an Arbeit wird es nicht mangeln. Es wird nicht mehr die Automobilindustrie geben. Also nicht, wenn wir klimaneutral leben wollen. Nicht? Aber das heißt nicht, dass jetzt gar keine Arbeit mehr da wäre, sondern man muss ja klar haben, dass sowohl der Klimaschutz sehr viel Arbeit macht. Das hatten wir ja schon. Das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt. Windräder, Solarpaneele, Wärmepumpe, Wärmedämmung, Elektrolyseure für den Wasserstoff, Gaskraftwerke für den Wasserstoff, Pipelines für den Wasserstoff, das endet gar nicht wieder. Und dann ist es auf der anderen Seite so, dass man ja auch, um die Klimakrise zu bewältigen, wird man auch sehr viel Arbeitskraft aufwenden müssen. Also zum Beispiel ist es aus meiner Sicht so, das finde ich absolut tragisch, dass wenn wir jetzt noch eine große Dürre haben, so wie 2018, dann doch große Teile des deutschen Waldes wirklich tot sind, auch die Laubbäume. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer das jetzt wieder aufforstet oder wie man das jetzt macht. Nicht? Und auch der Ökolandbau, wenn man nicht mehr die schweren Maschinen benutzt, braucht sehr viele Arbeitskräfte. Das heißt, Arbeit wird es geben ohne Ende, mehr als früher, weil man ja eben nicht mehr bedenkenlos technisieren kann, weil man eben nicht mehr die Energie dafür hat. Sondern es wird anders sein. Man hat genauso viel Arbeit wie heute, aber nur noch die Hälfte des Einkommens. Nicht? Man kann ja nicht die Wirtschaftsleistung um die Hälfte schrumpfen und genauso viel verdienen wie heute. Das geht nicht, weil es ja gar nicht mehr die gleiche Menge an Gütern gäbe. Du bist jedenfalls auch deswegen keine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens. Diese Diskussion ist ja oft. Nee, genau. Sondern es geht eher dann in die Richtung von mehr Pflichtarbeit dann auch. Ja, das ist eine Frage, die bisher nie gestellt wird, wer eigentlich die ganze Arbeit machen soll. Genau. Alle sehen sich irgendwie haben wir das Gefühl, das wird dann alles irgendwie entspannt. Aber so einfach darf man sich das nicht vorstellen. Dann war die Frage, also die anderen. Ach so, dann hatte jetzt Henning noch gesagt, bevor er auf Afrika kam, das sei doch eigentlich ein Skandal, dass hier die Süddeutsche Zeitung nicht sitzen würde, sondern nur die Bauernstimme. Natürlich sind wir sehr dankbar, dass die Bauernstimme hier ist. Aber jetzt muss ich mal als Journalistin sagen, dass ich verstehe, dass die Süddeutsche Zeitung nicht hier ist.
Weil aus der Sicht, also wir als Taz gehen auch nicht zu solchen Veranstaltungen, wenn dieses jetzt in Berlin wäre. Weil aus der Sicht der Zeitung ist nichts so schwierig abzubilden wie eine Veranstaltung. Nicht? Dafür hat man gar nicht den Platz. Man weiß auch gar nicht, wie man das sinnvoll kürzen soll. Und dann ist es ja so, die Leute, die nicht da waren, also die Leser, die nicht da waren, die wollten auch nie hier sein. Sondern wenn man, das bringt alles nichts, über eine Veranstaltung zu berichten, sondern wenn man als Journalist ein Thema aufgreifen will, dann wäre der richtige Weg, man macht ein Interview oder man macht mit uns beiden ein Streitgespräch, das man aber als Journalist moderiert und damit dann auch beeinflussen kann und gestalten kann. Aber man macht nicht einfach einen Bericht über eine Veranstaltung. Das wäre geradezu unjournalistisch. Also nur, dass Sie jetzt nicht denken, das ist frech, dass hier niemand ist. Dann war noch die Frage, bevor ich dann auf diese ganze globale Süden- und Ausbeutungsthema komme, wenn man jetzt sagt, und das tue ich ja, Wachstum war nötig, damit man überhaupt eine Demokratie haben konnte, weil durch das Wachstum hat man die Möglichkeit, alle Gruppen zu bedienen. Es kommt nicht mehr zu Verteilungskämpfen im physischen Sinne. So ist das ja im Mittelalter gewesen. Oder wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann sind die Verteilungskämpfe nicht, dass man irgendwie Steuerpolitik macht, sondern dann ist ja die Verteilungskampf ist ja dann ganz materiell mit Waffen, die Leute reißen sich das Besitztum ihrer Nachbarn unter den Nagel. Diese materialen Waffen, gewalttätigen Auseinandersetzungen, die haben wir heute nicht mehr. Durch das Wachstum ist also Demokratie möglich. Dann ist natürlich die umgekehrte Frage, die wurde ja gestellt. Wenn ein grünes Schrumpfen ist, kann man die Demokratie retten? Und die Frage ist sehr gut und natürlich ist das Ergebnis offen. Das muss man ja ganz klar sehen. Also wenn man sagt, die Klimakrise verschärft sich und das wird, wenn man wird das nicht freiwillig rechtzeitig stoppen, dadurch, dass wir eine Kriegswirtschaft machen, aus meiner Sicht, sondern das weiterlaufen lassen, dann wird sich durch die Klimakrise alles, und zwar alles, verknappen. Ja, das ist ganz klar, der Überfluss wird weg sein. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verteilt das gerecht und demokratisch oder faktisch kehrt man zurück in ein System der Warlords. Also das hatten wir im Feudalismus, im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, das hat Afghanistan heute. Also wenn alles knapp wird, fangen dann die Verteilungskämpfe an mit den Waffen und so und alle sammeln sich dann um irgendwelche Leute, die Waffen haben oder Sicherheit versprechen können und dann hat man sozusagen, dann bricht alles auseinander und diese Gefahr besteht. Deswegen bin ich ja dafür, dass wir jetzt aussteigen, aber gut, das hatten wir schon. So, jetzt komme ich zum globalen Süden und da gab es ja zwei Fragen. Das eine ist, damit fange ich vielleicht mal an, weil das wahrscheinlich weniger strittig ist. Wie kann man den globalen Süden noch beteiligen, wenn jetzt angefangen wird mit dem grünen Schrumpfen? So, aus meiner Sicht ist es so, dass ganz viele Länder müssen überhaupt nicht schrumpfen, sondern das ist der fatale Irrtum, wenn es um Klimapolitik geht, dass dann alle diese Klimagipfel sehen, wo dann 194 UN-Staaten sich treffen, um über die Klimakrise zu reden. Und dann sieht man da 194 Staaten und dann haben alle unwillkürlich die Idee, oh, da müssen ja 194 Staaten zusammenarbeiten. Das ist völlig falsch. Eigentlich müssen nur die G20 zusammenarbeiten, also die großen Industrieländer oder die reichen Industrieländer und einige Schwellenländer. Denn die meisten Länder auf dieser Welt, das muss man sich klar machen, über die Hälfte emittiert entweder gar keine Treibhausgase oder fast keine oder weniger als diese eine Tonne pro Kopf, die erlaubt ist. Also um jetzt mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, ein Einwohner von Malawi emittiert im Augenblick 100 Kilo CO2 im Jahr. Das heißt, wenn man sagt, jeder Mensch auf dieser Welt kriegt eine Tonne, dann könnte Malawi sich noch 10-mal so stark entwickeln wie jetzt und die hätten immer noch kein Problem. Und wenn man dann sagt, und das ist ja die Idee, wir setzen jetzt hier so viel Solarpaneele ein und Windräder, dass das immer billiger wird. Das wird ja billiger werden, nicht? Dann kann Malawi auch Windräder aufstellen und dann haben die noch mehr Ökoenergie, dann können die noch stärker wachsen. Also wenn man sagt, die Deutschen müssen auf ein Niveau von 1978 zurück, damit die Klimaneutralität irgendwie funktioniert, dann heißt das letztlich, dass eigentlich alle Menschen auf dem Niveau von 1978 leben können. Auch die Menschen in Kolumbien und auch die Menschen in Malawi. So, das, oder anders gesagt, das hatte ich ja erklärt, nicht? Die Klimakrise ist die andere Seite der Industrialisierung, woraus in voller Logik folgt, dass die reichen Industrieländer die Klimakrise produzieren.
So, und die müssen schrumpfen, der Rest nicht. Oder um es nochmal anders zu sagen, weil wir so viel von Afrika geredet haben, angenommen durch irgendein Ereignis, das klingt jetzt zynisch, soll nicht zynisch klingen, sondern nur mal klar machen, wie es ist, angenommen aus irgendeinem Grund gäbe es ab morgen gar keine Afrikaner mehr, dann hätten wir genau die gleiche Klimakrise wie jetzt. Das würde man überhaupt nicht merken, dass es keine Afrikaner mehr gibt, weil es nämlich so ist, dass Afrika zwar 15% der Weltbevölkerung stellt, aber nur 4% der Treibhausgase. So, also man kann es auch so zusammenfassen, die Treibhausgase entstehen bei G20 und eigentlich müssen nur G20 zusammenarbeiten. Aber muss Afrika aus dem Kapitalismus aussteigen? Afrika ist gar nicht im Kapitalismus, aus meiner Sicht. Weil für dich Kapitalismus Industriekapitalismus ist. Ja, genau. Weil das, was du Kapitalismus nennst, Bergbaukapitalismus, Agrarkapitalismus, das gab es aus meiner Sicht alles schon in der römischen Antike. Und das verwischt sozusagen das Spezifische am Kapitalismus, wenn man irgendwie jede Form von Ausbeutung Kapitalismus nennt. Aber Ausbeutung nennst du das auch? Ja, Ausbeutung ist aber nicht das Gleiche wie Kapitalismus. Aber es werden Waren für den Weltmarkt produziert. Das ist Kapitalismus. Nee, Weltmarkt ist aus meiner, ich meine, die Römer hatten im Ernst ja auch schon Weltmarkt, nicht? Da, weil das ja, die hatten ja ein Riesenreich. Und dann haben sie, nein, man weiß es ja von den Funden. Die Römer haben bereits mit China gehandelt, ja, es war schon Globalisierung. Und dann hat sich ja schon Plinius der Ältere Sorgen gemacht, was jetzt passiert, wenn alle Silbermünzen, und das war ein ernstes Problem, wenn alle Silbermünzen aus Rom im chinesischen Kaiserreich landen. Weil die Chinesen wollten aus Europa, sprich aus Rom, absolut nichts haben. Weil die Europäer waren ja zu dem Zeitpunkt so weit zurück, ne? Und die, aber aus China wollten die Seide haben und Tee haben und sonst was. Tee nicht, das kannten sie noch nicht, aber Gewürze. Safran und so ein Zeug. Und Inder und Chinesen haben immer nur gesagt, ja, aber wir liefern nur gegen Silber, ne? So, und da haben dann schon Römer sich überlegt, was passiert, wenn das ganze Silber in China ist. So, und daran sehen Sie, der Weltmarkt ist auch nicht das Neue. Man muss ganz ernst, also das würde ich wirklich sagen, das Neue ist das Wachstum und das, damit ist für mich klar, Kapitalismus ist Industrialisierung. Aber gut, das müssen wir ja nicht bis zu Ende diskutieren. Jetzt kommen wir also, klar ist, der globale Süden kann sich noch entwickeln. Das ist nicht das Problem. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn mit der Ausbeutung? Man kann jetzt, also ich habe die ursprüngliche Akkumulation von Marx, Kapitel 24, Band 1 auch gelesen. So, und man kann, und ich bin ganz großer Marx-Fan, aber ich habe auch ein Buch über ihn geschrieben. Ich würde aber nicht sagen, dass alles, was Marx gesagt hat, richtig ist. Jetzt kann man ja bei dem Thema Ausbeutung eigentlich drei große Komplexe unterscheiden. Das erste ist Sklaverei, das zweite sind Kolonien und das dritte ist die Frage mit den Rohstoffen. So, und das gehen wir jetzt mal durch. So, und dann, das Erste, was man sieht, ist, Sklaverei hat es eigentlich immer gegeben. Das ist ganz typisch für sesshafte Gesellschaften. Das gab es nicht in Jagdgesellschaften, aber in sesshaften Gesellschaften. Also ob das jetzt antikes Griechenland, antikes Rom, Afrika. Afrika hatte auch schon im Mittelalter Sklaverei. Da war noch gar kein Westeuropäer in Sicht, aber es gab es schon. Und zwar auch Importe in Millionenhöhe aus Schwarzafrika nach Arabien und nach Indien. Sklaverei ist ganz normal gewesen und hat nie irgendwo eine Industrialisierung, sprich einen Kapitalismus erzeugt. Daraus kann man, glaube ich, schließen, dass Sklaverei selbst alleine nirgendwo hinführt. Jedenfalls nicht zum Wachstum. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Sklaverei, die dann in Brasilien oder in Nordamerika stattgefunden hat, durch die Europäer, durch diesen, dass das eine andere Form des Sklaverei war. Das stimmt. Das war erstens unglaublich grausam. Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde irgendwie sagen, es gab keine Gewalt, es gab keine Grausamkeit, es gab keine Ausbeutung. Das gab es alles. Die Frage ist nur, ist Ausbeutung nötig für den Kapitalismus oder ist das ein politisch-soziales Phänomen, das andere Folgen hatte, als man so denkt? Und wenn man jetzt sich diese Plantagensklaverei anguckt, dann ist eben genau das richtig, was Uli auch schon gesagt hat. Da wurden vor allen Dingen Luxusgüter hergestellt, also Gewürze, Tee, Kaffee, Zucker. Jetzt kann man aber nicht behaupten, dass der Kapitalismus damit etwas zu tun hätte, dass die Leute dann Kakao getrunken haben.
Das muss man mal so sagen. Dann kann man da auch in die Details gehen. Dann kann man sich angucken, wie viele Schiffe beispielsweise in England hatten irgendwas mit dem Sklaventransport zu tun. Dann stellt man natürlich fest, dass die Engländer da führend waren, aber für die englische Wirtschaft waren das weniger als 2% des BIPs. Und dann das Einzige, was man im Industriekapitalismus gebraucht hat, war die Baumwolle in den Südstaaten der USA. Aber da sieht man, dass die Kausalität anders ist. Es war nämlich so, erst haben die Südstaaten Tabak angebaut, Reis angebaut. Und dann lief die Industrialisierung in England schon, vor allen Dingen auch in den Textilindustrien. Und dann brauchte man Baumwolle. Und dann haben die Südstaaten auf Baumwolle umgestellt. Aber das lief alles schon in England. Und man hätte diese Baumwolle auch ohne Sklaven herstellen können. Das ist übrigens ein Argument, das kommt gar nicht von Hobson, sondern das hat schon Adam Smith 1776 geschrieben, der wichtigste Ökonom wahrscheinlich aller Zeiten, dass die Kolonien nur Geld kosten und sonst nichts bringen. Und das hat ja dazu geführt, und das ist auch, ja, ich könnte dazu noch ganz viel sagen, das sind ja, die Kolonien, weiß, du könntest das, und jetzt kommt noch die Rohstoffe. Genau. So, natürlich braucht der Kapitalismus Rohstoffe, das ist völlig offensichtlich. Jetzt ist aber die Frage, erstens, ob der Besitz von Rohstoffen reich macht und zweitens, ob die Rohstoffländer immer arm sind. Und man kann das kurz machen. Es ist nicht so, dass die Extraktion von Rohstoffen jedes Land arm macht. Und das brauchen Sie nur nach Saudi-Arabien gucken. Alle Öl- und Gasländer sind wahnsinnig reich geworden. Und das gilt aber nicht für Leute, die jetzt Kakao anbauen. Aber man kann sagen, wenn zentrale Güter im Kapitalismus, die wirklich gebraucht werden und Energie ist vorneweg, da kann man jetzt nicht behaupten, dass die Förderländer nicht profitiert hätten. Als Förderländer. Das Problem ist dann in den Ländern, dass die herrschende Elite profitiert. Es gibt so einen Fluch der Rohstoffe. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es so ganz einfach nur Ausbeutung wäre. Aber der Fluch der Rohstoffe bedeutet eben dann doch keine Entwicklung. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn man nur Rohstoffe hat und sonst nichts, dann dafür ist Russland ein wirklich gutes Beispiel im Augenblick, dann stabilisiert dieser einfache Mechanismus, ich fördere Öl, dafür brauche ich nicht viel Technik und dann exportiere ich das und werde reich. Das fördert absolut diktatorische Strukturen. Das kann man ja auch in Saudi-Arabien, das kann man überall sehen. Das ist ganz schwer als Rohstoffland demokratisch zu sein. Das gelingt eigentlich nur in solchen Ländern wie Norwegen, die schon eine Demokratie waren, bevor das Öl kam. Aber gut, Sie sehen, das ist alles komplex, aber so einfach zu sagen, der Kapitalismus funktioniert, indem Ausbeutung stattfindet, das ist nicht so. Das ist vielleicht noch letztes Beispiel, weil das schlagend ist. Das größte Kolonialreich aller Zeiten hatten die Portugiesen und die Spanier ab dem 16. Jahrhundert. Und das sind heute die ärmsten Länder in Westeuropa. Und das Interessante ist, die haben den Anschluss an die anderen Länder, England, Frankreich, sonst wie, schon in dem Moment verloren, wo sie die Kolonien hatten, schon im 17. Jahrhundert. Und das haben die Spanier auch selber wahrgenommen, dass die Kolonien sie arm machen. Und der Mechanismus ist eben der gleiche gewesen wie jetzt in Russland mit dem Öl. Da hat sich dann eine kleine Schicht von Höflingen in Madrid, die wurde sagenhaft reich, der Rest hatte von den Rohstoffen nichts und insgesamt ist das Land verarmt. So, und da sehen Sie, nichts ist so gefährlich wie eine Kolonie haben. Und das kann man auch umgekehrt sehen, Länder wie die Schweiz, die nie eine Kolonie hatten, bis auf eine Mini-Kolonie, die auch nicht lange existiert hat, die haben sich ganz früh industrialisiert, obwohl sie weder am Meer saßen, noch Sklaven hatten, noch Rohstoffe hatten, noch Kolonien. Und da, finde ich, muss man dann einfach gucken, dass man das anders erklärt. Und jetzt war die letzte Frage noch, wie kann sich denn jetzt der globale Süden industrialisieren? Soll ich das auch noch machen? Nee, nicht. Vielleicht zum Schluss noch eine Perspektive für den globalen Süden aus deiner Sicht. Ja, also an sich ist ja klar, alle müssen jetzt sowieso klimaneutral werden, aber für den globalen Süden, für Malawi, aber auch für Kolumbien und so ist ja die Frage, wie kann man an dieses Wohlstandsniveau im Norden sich andocken? Und da ist das Problem, dass das nicht einfach ist. Und das versteht man eben, finde ich, auch am besten, wenn man sieht, dass der Kapitalismus ein historisch gewachsenes System ist und eben sehr viel mit Technik und Industrialisierung zu tun hat, weil man dann versteht, dass es eben einen enormen Unterschied macht, wann man auf diesen Zug der Industrialisierung sozusagen aufgesprungen ist. Das, was ich Ihnen jetzt sage, kommt von einem Südkoreaner, der in Cambridge lehrt, der heißt Ha Yun Chang. Und der hat eben
sich Gedanken darüber gemacht, ist auch aus meiner Sicht einer der besten Ökonomen, hat sich eben als Südkoreaner Gedanken darüber gemacht, warum ist es Südkorea gelungen, innerhalb von 50 Jahren von ganz arm sehr reich zu werden und warum gelingt das anderen Ländern nicht. Und was er festgestellt hat, ist Folgendes. Und das ist total wichtig. Als England sich industrialisiert hat, ab 1760, haben natürlich alle Länder in Europa festgestellt, okay, da spielt sich ein Wunder ab, das müssen wir jetzt kopieren. Auch die Deutschen. So, und die Deutschen haben 100 Jahre gebraucht, um die Engländer einzuholen. Oder überhaupt in die Nähe der Engländer zu kommen. So muss man es wohl besser formulieren. Also wir haben bis 1870 haben wir immer nur von England geklaut und waren aber nicht auf dem technischen Niveau der Engländer. Das hat sich erst 1870 geändert, also 100 Jahre später. So, und dann hatten wir aber alles geklaut, Stahlindustrie, Loks, Maschinenbau und so. Aber dass wir klauen konnten, die Franzosen, Belgier, alle haben natürlich von den Engländern geklaut, lag daran, dass der technologische Fortschritt der Briten war nur 1:2 oder 1:4, aber eigentlich nur 1:2. Also diese Zahlen messen die Produktivität, also den Unterschied im technischen Fortschritt. Dieses 1:2 konnten die Deutschen und Franzosen irgendwann aufholen. Heute, das sind alles die Zahlen von Hai-Yun Chang, ist der Unterschied zwischen einem Land wie Malawi und den USA, wenn es um die Produktivität geht, um die technische Ausrüstung, 1:60. Das ist also völlig klar, dass man das nicht mehr einfach so aufholen kann. Was aber auch bedenklich ist, und damit komme ich jetzt auf Kolumbien, dass selbst so Schwellenländer wie Brasilien haben einen Abstand von 1:5. Das heißt, sie sind viel weiter zurück, als Deutschland im 19. Jahrhundert zurück war, als wir versucht haben, England einzuholen. Das heißt, das passiert alles nicht mehr von selbst, dass man einfach den Sprung in die industrielle Moderne schafft. Was anderes, was umgekehrt heißt, und das ist dann Südkorea, aber auch Japan oder China, das kriegt man nur noch hin, diesen Sprung, wenn der Staat alles organisiert und das plant. So, und jetzt kommt der nächste Punkt, damit komme ich jetzt zu dem TTIP und was Henning alles angesprochen hat. Das Problem ist aber natürlich nicht nur, dass die Technik die ganze Zeit sich entwickelt und der Abstand immer größer wird. Das zweite Problem ist, dass durch die Technik, durch die Effizienz, braucht man immer werden die Fabriken immer größer und man braucht einen immer größeren Markt. Das können Sie sehr schön sehen bei VW oder so, bei den Automobilkonzernen. Die brauchen den Weltmarkt, damit sie überhaupt effizient produzieren können. So, und das heißt, dieser Sprung nach vorn, der gelingt jetzt nur noch Ländern, die sich abschotten können, weil sie selber riesig sind. Also ideal war natürlich China mit 1,4 Milliarden Menschen. Da kann man sich abschotten, da kann man sagen, Kapitalverkehrskontrollen, hier kommt nichts rein, wir bestimmen alles. Das geht aber nicht für so ein kleines Land wie Malawi oder ein kleines Land wie Kolumbien. Die können nicht sagen, wir schotten uns ab und dann machen wir eine eigene Automobilindustrie, eigene Stahlindustrie, eigenes sonst was, weil sich das nicht lohnen würde. Die Technik braucht einen größeren Markt. So, und das ist jetzt die Falle, in der der globale Süden sitzt. Dass um sich technisch zu entwickeln, brauchen sie den Weltmarkt. Aber wenn sie auf den Weltmarkt wollen, dann stehen da die Industrieländer und sagen, super Idee, dass ihr auf den Weltmarkt wollt, finden wir auch. Aber auf dem Weltmarkt geht es ganz fair zu. Keine Zölle für niemanden. So, und davon profitiert natürlich nur der reiche Norden, der dann billig, weil er diese technologischen Fortschritte hat, die armen Länder da billig überschwemmen kann und die kriegen überhaupt nie einen Fuß in die industrielle Tür. Und diesen Mechanismus muss man verstehen. Aber ist es denn überhaupt wünschbar? Ja. Ist es denn wünschbar, die ganze Welt zu industrialisieren? Ja, der Punkt ist, ja, das ist eine ganz interessante Frage. Aus meiner Sicht, also Sie sehen schon, für mich ist Technik alles, ne? Um es zu erklären. Aus meiner Sicht ist ganz klar, man kann Wohlstand nur haben mit Technik. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Wir alle, wir Menschen, nicht, sind immer gleich. Wir haben zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Und wir werden auch nicht intelligenter. Das heißt, wenn es irgendwo Wohlstand gibt, dann liegt das nicht an uns. Das liegt an der Technik, sprich das liegt an dem Einsatz von Energie. Und Technik wird nur eingesetzt, wenn sie sich lohnt, nicht weil es die irgendwo irgendwie gibt. Und wenn die Löhne niedrig sind, und das sind sie ja im globalen Süden, dann lohnt sich die Technik nicht, weil die Menschen ja billiger sind. Aber wenn man nur Menschen einsetzt, kann man keinen Wohlstand haben. So, und dann dreht sich das in so einem Teufelskreis. Und da kommt man nur raus, wenn man das staatlich plant wie China. Und dann braucht man aber als kleines Land wieder den Weltmarkt, habe ich alles erklärt. Und so, und das ist absolut fatal,
dass die Rolle der Technik und auch des technologischen Fortschritts des Westens nicht reflektiert wird. Okay. Sondern stattdessen, nee, letzter Satz. Stattdessen wird den Leuten erklärt, wisst ihr was, wenn ihr in Bildung investiert und jeder macht Abitur, dann werdet ihr reich. Das stimmt nicht. Also ich bin nicht gegen Bildung, das ist ja ein Menschenrecht. Aber den Leuten zu erklären, ihr müsst nur alle Abitur machen und dann seid ihr so reich wie Deutschland, das wird denen ja real erklärt. Und das weiß ich deswegen, weil ich auch in Afrika gelebt habe. Das ist aus meiner Sicht ein Skandal. So, sondern man müsste sich überlegen als Weltgemeinschaft, wenn man das sieht, da gibt es technologische Nachteile und strukturelle Vorteile für den Westen. Was macht man jetzt? Und diese Diskussionen werden abgebügelt. Macht mal eure Bildungsabschlüsse. Das ist aus meiner Sicht frech. Aber deswegen finde ich ja, dass man sich mit Technik, mit Industrialisierung derartig beschäftigen muss, weil das ist aus meiner Sicht der absolute Schlüssel. Sprung in die Moderne. Vielleicht ich bitte dich kurz zu fassen, weil ich glaube, wir haben uns jetzt wirklich sehr lange konzentriert und müssen zum Ende kommen. Aber dennoch müsstest du natürlich jetzt noch mal vielleicht was entgegensetzen oder hast sicher sehr viel noch mal dazu zu sagen, was die Alternative wäre zu dieser Art von Sprung in die Moderne. Ja, das ist natürlich ein Akzeptieren. Also ich halte, es war jetzt ein flammendes Plädoyer für Technik. Da müssen wir noch mal fragen, welche Technik, weil bestimmte Technik müssen wir raus, Automobil und so weiter. Ja, Konsens. Klar. Hm. Du denkst, das Modell, wir haben jetzt nur am Schluss über Globales gesprochen, unter Konkurrenzbedingungen von Nationalstaaten und von Firmen. Und dein starkes Argument, auf der nationalen Ebene in eine demokratische, für dich private Planwirtschaft zu kommen, ich sag mal in eine demokratische, plurale Planwirtschaft, also mit starken Planungselementen, das müssten wir auch auf der globalen Ebene schaffen, weil sonst bleiben wir in dieser technologischen Konkurrenz, die du gerade total fasziniert hast. Die G20 muss zusammenarbeiten, ja. Oder sogar noch mehr, ne? Weil dann sind die anderen wieder draußen. Also ich will, ist gar kein Schlussplädoyer, aber sozusagen, ich glaube, es lohnt sich, das wäre eine eigenständige Veranstaltung. Technologische Entwicklung und vor allem technologische Konkurrenz ist ein Kern des Kapitalismus, schafft Wohlstand, aber wenn wir eben diesen anderen Wohlstand brauchen, um den es ja heute Abend geht, brauchen wir auch ein anderes Verständnis, nicht nur von Technik, Stichwort raus aus dem Auto, sondern auch eine andere Form der Technikentwicklung. Und da, glaube ich, sind wir bei Planungselementen, bei Ausgleichselementen, und da bin ich völlig d'accord, es geht nicht nur darum, Geldtransfers oder Bildungstransfers in den globalen Süden, sondern auch Technologietransfers. Eine lange Forderung, ne? Debatte Neue Weltwirtschaftsordnung, 1970er Jahre, wirklich Technologietransfer ernst zu nehmen, das wäre ein Thema für eine andere Debatte. Und ein toller Schlussgedanke. Ihr habt uns wahnsinnig viel zu denken gegeben. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Ich finde toll, wie konzentriert ihr zugehört habt. Das spricht ja auch dafür, wie toll ihr auch argumentiert und euch in dieses Zwiegespräch begeben habt. Vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank, Uli. Und vielen Dank euch. Und vielen Dank auch noch an unseren Techniker Hans und unseren Filmaufnehmer Helge. Beide so im Hintergrund haben hier den ganzen Tag gearbeitet für uns.